Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Triple Talk, der Star Trek Talkshow. Und ich begrüße euch hier heute bei Folge Nummer 7 und dieses Mal auch ein bisschen anders als sonst, denn ich bin heute allein. Wir streamen heute auf 3 Kanälen und gleichzeitig habe ich natürlich auch noch Leute hier, die schmeiße ich jetzt einfach mal kurz hier mit rein. Da. So, da sind sie. Meine Co-Moderatorinnen. Ja. Wie geht's euch? Did you just assume again, not gender? What? Ich glaube schon. Also, heute Triple Talk Folge 6, die erste Triple Talk Folge in diesem Jahr. Und irgendwie bin ich gerade kopftechnisch überhaupt nicht auf Triple Talk eingestellt. Die ganze Zeit schon, aber kaum geht's los, bin ich voll irgendwie auf einen anderen Stream eingestellt. Ich habe letzte Zeit so viel Stoke gestreamt, deswegen bin ich gerade voll auf Let's Play eingestellt. Ja, okay. Also wie gesagt, doch was anderes. Ja, genau. Komm, ich schalte meistens umspielen, genau. Was du. Nein, also heute Triple Talk, Folge 7, erste Folge 2017. Heute mit 2 Gästen, eine Person, die immer dabei ist, eine Person, die heute zum ersten Mal dabei ist. Und ich fange mal hier neben mir an, das ist der Herr Tiberius. Der mir meinen Platz geklaut hat. Hallo, Herr Tiberius. Hallo. Ich guck gerade, neben mir ist aber niemand. Er ist Bartträger, er ist Ferengi-Fachmann, er ist Ratchet Radio-Mitglied, er ist Sto-YouTuber, er ist ein Mann für alle Fälle und Colt Siebers. Was ich so alles bin, Hilfe mir. Unglaublich, ne? Ja. Und da drüben auf der anderen Seite noch einen weiter. Tust du mal rüber zeigen, Tiberius? Ja, nein. Genau. Ich sehe nicht, in welche Richtung. Achso, in die andere. Ja, okay, passt wunderbar. Ja. Einfach überall hin. Ju, da sitzt, okay. Da sitzt unser eigentlich schon inoffizieller Co-Moderator von Triple Talk, der Agavan Kran, der bisher von den 7 Folgen nur eine Folge mal nicht dabei war. Ja, ich denke, schlimm, kann man, ne, schon inoffiziellen Co-Moderator. Es liegt einfach daran, weil du so ein Star Trek-Nerd bist. Das klingt wie ein Vorwurf. Ja, schon. Nein, du hast einfach so viel Kenntnis über Star Trek, dass es egal zu welchem Thema, wir können dich hier rein einladen. Das ist Wahnsinn. Ja, ah. Das stimmt allerdings. Auf jeden Fall im Chat sind auch schon einige Leute da. Hier wird auch gerade schön geschrieben. Heute ein bisschen anders, denn wir sind heute auf 3 Kanälen online. Wir sind hier auf Twitch online, wie wir die letzten paar Mal auch waren. Wir sind auf meinem YouTube-Kanal auch noch live. Also wenn ihr Probleme habt bei Twitch, könnt ihr noch bei meinem YouTube-Kanal hin rüber rutschen. Und auf Hitbox, weil ich den Account sowieso habe, bin ich da auch noch online. Das heißt, wenn man schon mal einen hat, kann man den ja auch nutzen. Dann kann man ja auch mal aktivieren, ne? Also echt. Also solltet ihr vielleicht irgendwie... Oh, genau, in dem Moment, wenn man reden will, wird die Nase voll. Das ist schlimm, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Also, falls ihr irgendwie bei einem Kanal Probleme habt, könnt ihr zum anderen Kanal wechseln. So viel dazu und wir haben heute natürlich auch wieder Themen, wie halt bei Triple Talk das immer so ist. Mehrere Themen und 3 Leute, die miteinander die darüber diskutieren. Und das erste Thema heute, besser das große Hauptthema, ist ja heute Star Trek und die Wirtschaft. Ich schmeiß das Thema mal rein. Oh ja. Ups, da falsche Taste. So, Star Trek und die Wirtschaft. So, was ist Star Trek und die Wirtschaft? Warum habe ich dieses Thema gewählt? Interessantes Thema. Ja, es ist wirklich ein interessantes Thema, wenn man es mal durch den Kopf gehen lässt. Denn jeder weiß ja, Star Trek ist ja spielt ja in einer Zeit, wo die Menschheit sich dem Geld entsagt hat. Also das heißt, es gibt kein Geld mehr, wie halt so schön im First Contact gesagt wird, die Menschheit arbeitet nicht mehr für Reichtum, sondern nur um sich selbst und den Rest der Menschheit zu verbessern. Was auch wieder so ein Satz ist, den viele wenig anders da verstehen, als ich ihn verstehe. Ich denke, darauf können wir nachher dann zurückkommen. Davon mal abgesehen, gibt es auch genug Stellen, wo eigentlich wieder dagegen gesprochen wird. Richtig. Ja. Und auf jeden Fall ist halt die Frage, kann überhaupt so eine Gesellschaft ganz ohne Geld überhaupt funktionieren? Denn irgendwie muss ja auch noch, es gibt ja auch trotz Replikatoren und so weiter, gibt es ja auch noch vielleicht Güter, die nicht replizierbar sind, die irgendwie einen gewissen Wert haben, wo nicht jeder einfach nehmen kann, wie er will. Dann hat ja auch die Föderation Handel mit anderen Spezies, da muss ja auch eine gewisse Währung oder irgendein Tausch möglich sein. Das auf der einen Seite, zur anderen Seite könnte theoretisch, also wenn wir mal weiterspinnen und die hätten sich niemals dem Geld entsagt, kann denn überhaupt so etwas wie die Sternflotte oder die Föderation existieren, wenn es noch Geld geben würde? Also das möchte ich heute mal mit euch mal diskutieren. Und möchte irgendjemand anfangen? Ich auch. Mir brennt es auf den Lippen. Mir doch auch. Los. Na gut, Aga, bevor du explodierst.
Danke. Nicht, du hast da den Gedanken gehabt, den viele da haben, wo ich einen anderen Gedanken habe. Picard sagte, die Menschheit. Die Föderation ist aber mehr als die Menschheit. Die Föderation besteht aus, ich glaube, 100 waren es, 100 verschiedene Spezies, wovon die Menschheit, dass ich kein Geld mehr hat. Ja. Das bedeutet natürlich, dass das nicht bedeutet, dass die Andorianer kein Geld mehr haben oder die Teleriten oder die Paklet, obwohl sind die Paklet Teil der Föderation, ich weiß es gerade gar nicht. Später, ja. Ja, später auf jeden Fall. Aber es läuft eben darauf hinaus, die Menschheit hat kein Geld unter genau. sich. Aber die Föderation intern, bei denen ist das immer noch möglich. Ich meine, wenn zum Beispiel eine neue Spezies in die Föderation eintritt und die haben doch ihr Geld, den kann man nicht einfach sagen, ja übrigens, ihr braucht jetzt euer Geld nicht mehr, das ignoriert der Informator. Nee, ich glaube auch nicht, dass sich die Föderation so weit einmischen würde an sich genau. in das, was die einzelnen Völker auf ihren Planeten so treiben. Das sind ja interne Systeme, die werden ja deshalb nicht über Bord geworfen. Ja, ich denke, das ist ein bisschen da so wie in den Vereinigten Staaten. Da hatte jeder Bundesstaat nochmal seine eigenen Gesetze zu verschiedenen Sachen. Ja, so ungefähr. Die haben da im Gegensatz zu uns hier sehr, sehr viele Freiheiten und ich denke, das wird da ähnlich sein. Aber als die Föderation gegründet worden ist, Ursprung ist ja bei den Menschen. Gab es ja schon kein Geld mehr. Das heißt, die müssten ja erstmal überhaupt irgendwie ein Kapital aufgebaut haben können, um überhaupt dann später auch mal was haben zu können. Ich glaube, wir müssten einfach mal zwei unterschiedliche Punkte an sich da beleuchten. Das eine ist ja, dass der Mensch an sich so weit ist, eben von der eigenen Erziehung und Erfahrung her sozusagen, dass er nicht mehr zur eigenen Bereicherung eben arbeitet. Mhm. Das heißt, nicht mehr zur eigenen Bereicherung arbeiten muss überhaupt, weil es halt alles auch so gibt, sondern einfach um die Gesellschaft vorwärts zu bringen. Das hat ja mit dem Geld an sich nichts zu tun, sondern dass Richtig. Es kein Geld gibt, ist ja eine Konsequenz daraus, dass es irgendwann einfach überflüssig wurde. Ja. Mhm. Ich meine, das ist ja gerade mit der Replikator-Technologie eben, ich denke, also natürlich, ein paar Sachen sind nicht replizierbar. Das ist einer der Gründe, warum man zum Beispiel Latinum als Währung nimmt. Latinum Richtig. Ist nicht replizierbar. Aber ja, wurde schon mal jemals erwähnt, dass auf der Erde überhaupt noch irgendeine Währung verwendet wird, um halt zum Beispiel solche seltenen Sachen zu regeln? Das Problem ist, diese wirklich extrem seltenen Sachen, da ist es halt wieder die Sache, wofür braucht man das? Wenn ein Forscher auf der Erde irgendetwas braucht, was nicht repliziert werden kann, kann ich mir vorstellen, dass die Föderation dann sagt, ja gut, das spenden wir euch. Wenn ich dich da mal unterbrechen darf, ganz kurz. Auch die Einstellung zum Besitz ist ja eigentlich eine vollkommen andere, wenn du siehst, wie üppig die Crewquartiere und was weiß ich was ausgestattet sind. Wenn jemand versetzt wird, dann passt das in ein kleines Köfferchen rein, was an persönlichem Besitz da ist und wird halt mitgenommen. Und alles andere wird dann wieder vor Ort repliziert. Genau das gleiche bei Umzügen und so weiter. Es gibt ja viele, viele Folgen, gerade wo du dann siehst auf Vulkan zum Beispiel, dass die Häuser so an sich halt sind, wie sie sind. Es wird alles repliziert eben. Und ansonsten dieser wirkliche Besitz mit irgendwelchen ideellen Werten, das ist so wenig, dass sich das wirklich schnell zusammenfassen lässt eigentlich. Ich meine, braucht man sich ja nur Kleidung anschauen. Genau. Ich kann mir das vorstellen, gerade wenn man mal überlegt, Waschmaschine, Energieverbrauch. Also in der Föderation, also auf der Erde des 24. Jahrhunderts haben sie extrem viel Energie. Da wird es wahrscheinlich nicht jucken, so, man hat einfach die Energie, dass man sagen kann, okay, die Kleidung schmeckt, ist dreckig, wirft in den Replikator, dematerialisiere die Kleidung. Ich kann mir vorstellen, das ist da bei vielen so, oder halt auch einfach, wenn es kaputt ist oder so, man ist ja heute schon teilweise, man näht es nicht mehr, man schmeißt es weg und kauft sich neu und ich denke, das wird sich da noch viel stärker hingezogen haben, zum Beispiel so etwas wie das angesprochen, dass Kleidung, man wird keine Kleidung mehr kaufen müssen, man braucht die Kleidung nicht mehr richtig, man, wenn man eine Kleidung braucht, wenn man eine Hose braucht, geht man zum Replikator, Jeans, blau, Größe so und so. Und dann macht es mal kurz richtig. Also beziehungsweise halt auch Uniform und alles einfach in der entsprechenden Größe. Das ist ja nicht das Problem. Aber man sieht halt auch so, so viele Händler überall mit ihren Schneidern und Stoffballen und was weiß ich was. Das haben wir in einigen Star Trek-Folgen. Also es ist selten, dass ich meine eigene Show mal nicht zu Wort komme hier. erst mal ganz kurz, es wurde richtig festgestellt, es lief noch Musik. Das ist echt schlimm, dass ich die hier über OBS nicht selber hören kann. Sonst hätte ich das mitbekommen. Ich habe es jetzt runtergestellt. Worauf ich aber auch mal kurz hinaus wollte, war, weil du vorhin gemeint hast, die Einstellung gegenüber Besitztümer im Endeffekt ist ja auch, so wie ich das auch dann immer beobachtet habe in Star Trek, wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja auch dieser, dieser Drang, sich gewissen materiellen Reichtum anzueignen, ja auch nicht mehr da. Ja. Denn im Endeffekt, warum macht man denn das meistens? Meistens ist es ja so, dass man sich gewisse Sachen wie extrem teuren Schmuck und solche Sachen
Es ist ein Statussymbol. Es ist ein Statussymbol. Es ist ein Status nach dem Motto, ich kann es mir leisten und das zeige ich. Frage ist halt, ob man es für sich selbst braucht oder um sich nach außen zu repräsentieren. Genau. Es gibt ja beides. Ich denke mal, dass da halt dieser Bedarf nach Luxusgütern zu dieser Zeit einfach nicht mehr so stark ist. Und dass dann halt eben dementsprechend halt auch die Nachfrage nach solchen seltenen Sachen nicht mehr da sind. Aber auch, glaube ich, an der Gesellschaftsstruktur, wenn man sich das mal anschaut. Entweder man hat was zu tun oder man hat Freizeit, die man einfach irgendwo halt mit irgendwelchen Aktivitäten so vollstopft. Aber so nach dem Motto, wie bei uns, so nach dem Motto in die Stadt gehen und sehen und gesehen werden, das gibt's ja in dem Stile gar nicht mehr. Wozu auch? Ist dann eher so der Richtung, genau, gerade auch wegen der Beam-Technologie. Das ist dann nicht mehr, wir gehen mal die Station und gehen wir mal nach Tokio essen. So ungefähr, ja. Es ist halt einfach wirklich leistungsorientierter. Der Mensch definiert sich über das, was er macht und nicht über das, was er ist. Ja, wie es ja auch schon im Chat angeschrieben wurde, ein kommunistisches System. Ich würde sogar sagen, das, was wir auf der Erde in Star Trek mitkriegen, ist im Grunde der Bilderbuchkommunismus, so wie er eigentlich sein sollte. Aber das Problem dabei ist halt einfach, weswegen der Kommunismus heute auch nicht funktioniert, wie eben, es ist die Gesellschaft, die ganz anders ist. Die Leute denken ganz anders. Das ist ja auch das, weswegen der Kommunismus bisher noch nicht funktioniert hat und ich denke auch in den nächsten paar hundert Jahren nicht funktionieren wird. Okay, ich sag mal so, dieser Kommunismus ist ja vom Grundgedanken ja nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass wir immer noch zu sehr abhängig sind von Dienstleistungen. Und wenn es nur der Farmer ist auf dem Feld, der die Lebensmittel anbaut oder Dinge, der die Kleidung näht und solche Sachen, wir haben nun mal keine Sachen wie ein Replikator, der einfach mehr Knopfdruck durch Energieerzeugung einfach Sachen herstellt, sondern wir brauchen noch Leute, die was produzieren. Und das ist halt eben dieser Teufelskreis. Wenn man dann für diese Arbeit nichts mehr kriegt, dann ist die Frage, ob die dann überhaupt noch arbeiten. Und schon gibt es solche Sachen nicht mehr. Deswegen der große Vorteil, wo ich halt sehe, warum in Star Trek überhaupt diese ganze Geschichte, zumindest auf der Erde, das ohne Geld funktionieren kann, ist eigentlich der Replikator. Definitiv, denn er macht überhaupt erstmal möglich, dass viele Sachen auf Bedarf ohne materiellen Aufwand erzeugt werden können. Das Einzige, was man braucht, ist Energie und selbst die kann in Star Trek schon sauber erzeugt werden. Ich denke mal, das ist halt dieser große Knackpunkt. Ne? Also definitiv. Wir leben halt noch in einer Gesellschaft, wo man einfach die Arbeiter und Dienstleistungen in allen verschiedenen Bereichen braucht. Und um die zu locken, damit die sich nicht, ganz einfach, wenn ich zum Beispiel jetzt für das Arbeiten auf dem Feld dasselbe kriegen würde, wie jetzt zum Beispiel irgendeine Home-Arbeit, wo ich nichts machen muss, dann wähle ich grob gesehen das daheim. Ja, da werden nur noch weniger Leute auf dem Feld arbeiten, wodurch wir dann wieder Lebensmittelknappheiten haben. Genau, das ist es. Und so ist es halt, wenn da jemand auf dem Feld arbeiten will. Das kann der immer noch machen, wo dann auch ein paar Leute dann auch sagen werden, oh cool, das nehme ich gerne an. Sei es halt einfach nur, oh, das ist etwas von Hand gemacht. Das ist halt immer noch was Besonderes und so weiter. Da ist ja auch immer der Sache, was immer angedeutet wird, dass Replikatoressen wohl... Manche sagen, es gibt keinen Unterschied, manche sagen, es schmeckt nicht ganz so gut. Ich denke, es ist einfach eine Mischung aus persönlichem Geschmack und sich selber was einreden. Bewusstsein dabei. Das merkst du heute aber auch schon. Ich meine, es gibt Menschen, die arbeiten natürlich, um Geld zu verdienen, um irgendwie ihr Privatleben zu finanzieren. Es gibt aber auch Leute, die ihr Leben leben, also arbeiten, die ihr Hobby arbeiten. Und wenn man zum Beispiel jemand ist, ich meine, es gibt Leute, die kochen privat unheimlich gerne. Und wenn man dann in so einer Zivilisation lebt, was macht man? Ich muss nichts machen, theoretisch, aber ich brauche eine Beschäftigung, damit ich nicht ganz auf der faulen Haut liege. Du kannst ein eigenes Restaurant aufmachen, das kostet ja nicht mal was. Und machst es einfach, weil es dir Spaß macht. Und so genauso ist es ja auch mit Künstlern. Einwurf zum Thema Koch, was man halt meistens auch sieht, ist, wenn wirklich jemand kocht, dann nicht für sich selbst, sondern um anderen eine bestimmte Gesellschaft entgegenzubringen. Genau. Ja, das ist ja wie heute, wenn man essen geht, man geht ja nicht essen wegen des Essens. Da ist zum Beispiel, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kumpel eingeladen werden würde in irgendein Steakhouse, ich weiß genau, ich kriege das genauso gut hin, aber ich würde trotzdem sofort machen, weil es ist halt noch was anderes, es ist dieses Erlebnis, man ist in einem Restaurant, man wird ein wenig bedient und so weiter, das ist wieder was anderes, als wenn es halt einfach nur um die reine Nahrungsmittelaufnahme geht. Das ist halt auch immer dieses gesellschaftliche Erlebnis, dieses, ja, es ist mehr als nur das Essen, man ist da wegen dem Erlebnis. Und ich denke, und gerade deswegen denke ich auch zum Beispiel Cisco's Restaurant, also Cisco Papa, das funktioniert, ist halt dasselbe. Man geht da nicht hin essen, weil man was,
jetzt einfach Hunger hat oder so, sondern man geht halt in Essen, weil das ist mal was anderes, mal was Besonderes. Selbst wenn man nichts dafür zahlen muss. Und davon abgesehen ist es auch noch ein kultureller Faktor, der wird in vielen Regionen. Ja, genau. Also ich habe ja auch schon im Chat ein bisschen einen interessanten Bereich gelesen, dass die Rohstoffe, ja im Endeffekt, also wie gesagt, es gibt ja auch Rohstoffe, die abgebaut werden müssen. Es gibt sprichwörtlich selbst im Star Trek-Zeitalter noch gewisse Drecksarbeiten, wenn man so will. Mhm. Es gibt Arbeiten, die man vielleicht nicht unbedingt sich als lebens- und erfüllend aussucht. Dafür gibt es Hologramme. Ich glaube nicht, dass da große Hologramme verwendet werden. Aber auch super. Ja, also und wenn es nur einer ist, der den ganzen Tag, wenn es nur einer ist, der den ganzen Tag rumrennt und Replikatoren wartet zum Beispiel. Ich meine, das ist ja auch keine nicht wirklich eine erfüllende Arbeit. Also das heißt, wenn man sich Chief O'Brien anschaut, dem scheint das wirklich Spaß zu machen. Das ist erfüllend für den. Das heißt, eine Arbeit kann immer erfüllend sein. Es kann extrem erfüllend sein, den ganzen Tag auf dem Feld zu arbeiten und so weiter. Das kommt einfach auf Menschen an. Das sind wir halt so wieder bei sagen. Da sind wir halt wieder bei einem Faktor Angebot und Nachfrage. Ne? Was nützt dir das, wenn du 10.000 von Replikatoren hast und nur einer will die warten? Deswegen ist halt die Frage, ob dann in so einer Zivilisation nicht trotzdem ein gewisses Arbeitsgesetz da sein müsste, nach dem Motto, nichts darfst du nicht machen, irgendwas musst du machen. Ich glaube, das müsste man halt ganz anders angehen. Der Mensch ist ja, wie uns allen bekannt ist, ein extremes Gewohnheitstier. Das heißt, wir wissen, wir sind mit irgendwelchen Mustern, Schemata aufgewachsen, die sind fest verankert. Und dieses ganze Wirtschaftssystem oder die verschiedenen Systeme, die wir bei Star Trek erleben, das ist ja nicht ohne Grundfiktion. Mhm. Im Endeffekt ist es so, es ist ein schöner Grundgedanke, der dahinter steckt. Ja. Es wurden am Anfang wenige Details verraten und seitdem versuchen alle, die was dazufügen an Infos sozusagen, einfach nur sich nicht zu widersprechen. Also versuchen es nicht noch genauer zu erklären, sondern einfach nur noch mehr Fakten reinzubringen, die sich nicht mit den vorherigen widersprechen. Mhm. Und wenn man wirklich irgendwann zu so einem System gelangen wollen würde, müsste wirklich irgendwas Radikales passieren, dass die Menschheit überhaupt von jetzt auf gleich umschaltet dabei bei dem Ganzen. Das ist kein Prozess, was man so über Jahrzehnte etablieren kann mit dem Ziel, wir machen jetzt mal, damit in 100 Jahren so und so. Mhm. Es muss halt wirklich erst was passieren, damit die ganze Menschheit spontan umdenkt. Naja, es muss nicht mal spontan sein. Das kann auch eine Entwicklung über Zeit sein. Aber halt, ich denke, es ist da eher, dass da irgendetwas passiert. Sagen wir mal, Replikator-Technologie wird entwickelt, so als Beispiel. Und am Anfang macht man so weiter wie bisher. Da sind Leute, die arbeiten, aber irgendwann wird das immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und am Ende ist es so, dass nur noch die auf dem Feld stehen und irgendwas herstellen oder irgendwelche Tiere züchten, die das halt wirklich machen wollen, weil es sie erfüllt. Aber es wird halt dadurch, dass es so eine Entwicklung ist, wird es trotzdem immer Leute geben, die es da machen, weil die Entwicklung ist halt auch erstmal diese in den Köpfen der Menschen. Ja. Warum, also gerade bei der Replikator-Technologie ist ja das Hauptaugenmerk dahinter, eben keinen Profit für sich selbst rausschinden zu wollen, sondern wirklich allen helfen zu wollen. Mhm. Und selbst da, wenn du heutzutage bei irgendwas selbst keinen Profit aus was ziehen möchtest, findet sich spätestens 5 Minuten später jemand anderes, der das dann macht. Sogar noch auf deine Kosten, mit deiner Erfindung. Das ist halt das Problem. Unser ganzes System lässt es überhaupt nicht zu, dass jemand so uneigennützig denkt und handelt. Und deshalb überlege ich halt, ob der Dritte Weltkrieg, der ja bei Star Trek stattgefunden hat, danach waren wir in einer Zeit, wo es nichts gab. Die Leute mussten sich irgendwie gegenseitig selbst helfen, um zu überleben, so eine Richtung. Und das hat man ja nicht gemacht, um aus kapitalistischen Gründen raus. Ja. Ich denke mal, abgesehen war ja die Menschheit auch ganz schön dezimiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also es war für eine wesentlich kleinere Gruppe. Ein schönes Beispiel ist doch eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Trümmerfrauen. Die ein Mythos sind. Die haben schon natürlich was gemacht, die gab es wirklich, aber die haben nicht so viel gemacht, wie da wirklich ist. Das aber sie haben was gemacht, ohne was dafür zu kriegen. Da ging es um gegenseitige Hilfe. Darauf wollte ich hinaus. Es ging da um gegenseitige Hilfe. Man war in einer Situation, wo man sich einfach gegenseitig helfen musste und man hat das einfach gemacht, ohne etwas dafür zu verlangen. Und wenn man dann halt in so einer Situation ist, wie nach dem Dritten Weltkrieg, sowas bleibt ja nicht nur eine Woche oder sowas. Nee, ich meine, das ist eine komplett neue Generation, die Nachkriegsgeneration, die mit diesen Art vom Denken halt aufwächst. Und dann ist halt die Frage, inwieweit sich das dann weiterentwickelt. Ja, und das ist ja das, was ich eben meinte. Es muss erst wirklich irgendwas Einschneidendes passieren, was die Menschen wachrüttelt sozusagen. Was einen aus diesem festgefahrenen Schemata rauswirft. Mhm. Ich meine, überleg mal, was heutzutage passieren müsste,
dass man selbst für sich überhaupt dieses, ja nicht nur Konsumdenken, aber auch dieses Denken, ich muss für das, was ich habe, arbeiten. Dieses Denken komplett über Bord zu werfen. Mhm. Was das erstmal für ein Schritt sein müsste. Man kann es ja immer auf sich selbst zurückreflektieren. Ja. Ja, das denke ich auch. Der Dritte Weltkrieg wird da definitiv einer der Hauptfaktoren gewesen sein. Und zusätzlich danach dann, wo sie noch alle in dem Wiederaufbau waren, dann auf einmal kommen noch die Vulkanier mit da rein. Ja. Obwohl es da ja noch Geld gab. Ich meine, Stephen Cochran hat ja gesagt, er hat den Warpantrieb nur für Moneten. Ja. Also muss es ja zu der Zeit noch Geld gegeben haben. Aber ich denke mal, das wurde von vielen nicht mehr so angesehen, weil es einfach irgendwie diese gegenseitige Hilfe mehr, also wichtiger war. Aber grundsätzlich was aber auch bloß wieder in einer kleineren Gesellschaft geht. Ja, aber das ist es halt. Ne? Aber später war ja die Gesellschaft wieder groß auf der Erde. Und ich frage mich halt immer, daran gewöhnt und so. Ja, ich frage mich halt immer, ob es überhaupt möglich ist, dass man nur auf das, was die Leute arbeiten wollen, sich verlassen kann. Ich denke, wenn sich die Gesellschaft dahin hin entwickelt, dass das möglich ist, dass sich die meisten da denken, also dass die meisten das machen und so weiter und dass es überhaupt möglich ist, dass jemand so lebt, dass er sagt, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe und muss nicht direkt auf dies oder das achten und so weiter dabei. Ich denke, in so einer Situation wird es genug Leute geben, die einfach sagen, gut, es ist vielleicht nicht das Schönste, aber irgendjemand muss es machen. Ich mache es und ich mache es eben, um der Menschheit zu helfen. Das ist ja auch das, was Picard gesagt hat. Mhm. Wir arbeiten nicht mehr für uns selbst, sondern um uns weiterzuentwickeln, um die Menschheit sozusagen weiterzuentwickeln. Und ich denke, da haben viele auch das, dass sie das machen werden, einfach aus den Gedanken heraus, ja, es muss gemacht werden. Also jemand muss es machen. Ich habe keinen Bock drauf, denken ist weniger geworden. Genau, ja. Es ist halt auch das Problem, wir wissen ja alle, die Qualität der Arbeit hängt davon ab, mit welcher Einstellung man rangeht. Definitiv. Es ist bei jeder Sache. Alleine, wenn wir überall Leute an den Arbeitsposten sitzen hätten, die das wirklich gern machen und für diese Arbeit qualifiziert sind, bräuchte man schon für den entsprechenden Beruf weniger Leute dann. Ja, das und so außerdem. Könnte man das ja weiterführen, wenn man einfach die Möglichkeit an sich ausschließen kann, dass es Leute gibt, die eben auf Kosten anderer leben. Wenn man diesen Faktor wirklich rausstreichen könnte und jeder sich halt das suchen würde, wozu er entweder befähigt ist oder befähigter ist als andere oder was ihm halt liegt, wo er Qualifikationen mitbringt, dann wäre das Problem schon eigentlich ziemlich von alleine gelöst. Ich meine, es gibt ja auch im Star Trek-Universum ziemlich viele Leute, gerade so wenn man im Bereich der Frachterkapitäne und was weiß ich was schaut, die immer wieder einzelne Auftragsjobs annehmen, die sich eben nicht festlegen, die in ihrem Leben schon 20.000 Sachen gemacht haben und darauf stolz sind. Das heißt, selbst für Leute, die sich nicht an einen Beruf binden wollen, aber die Notwendigkeit zu arbeiten verstehen, selbst für die Leute gibt es was. Richtig, und das ist zusätzlich, was ich mir auch noch denken kann, wenn wir jetzt nochmal bei dem Replikator-Techniker auf der Erde bleiben. Wenn man da auch überlegt, selbst wenn der Job vielleicht nicht so erfüllend ist, der lebt in einer Zeit, wo er dann sagt, okay, ich habe jetzt Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause, ich repliziere mir ein Kobe-Steak mit Dings das und dann beam ich mal kurz rüber nach Paris, trinke da einen Kaffee und dann gehe ich nochmal nach Tokio und mache und schaue mir dort noch mal was an und dann beam ich wieder nach Hause. Und das alles in den 3-4 Stunden, die ich noch habe. Also das ist so ein viel, viel größerer Lebensstandard. Ich denke, dass das dann auch wieder Dings ausgleichen kann sozusagen. Wobei ich aber auch glaube, dass das in dem Zeitalter dieses Verhalten, so nach dem Motto, ich gehe mal dort einen Kaffee trinken, dann beam ich mal quer um die Welt, um das und das zu machen, das ist ja wieder eigentlich eine Art von Luxus, ohne irgendeine Notwendigkeit. Es ist halt wieder die Sache. Ich versuche die ganze Zeit mal so sagen. Ja, sorry. Ah, Junge. Es ist echt das erste Mal, dass ich hier meine eigene Show nicht zu Wort komme. Das ist Wahnsinn. Ich gehe auch die ganze Zeit Watt drauf, dass ich meine Lücke finde. Wie war das mit Aga und Co-Moderator? Echt schlimm. hier im Chat wurde nur gerade geschrieben, bevor sich was ändert, muss man sich die Lage in Krisengebieten ändern. Grundsätzlich muss so eine Umstellung global sein. Also man kann es nicht nur in einzelnen Ländern sein. Kann nicht funktionieren. Es muss definitiv global irgendwas sein, dann muss die ganze Erde zusammenarbeiten. Ja. Anders kann das gar nicht funktionieren. Der Wiederaufbau nach dem Dritten Weltkrieg. Genau, das ist ja so eine Situation. Da mussten die Leute ja alle zusammenhalten. Und es kann nicht funktionieren, nur in einzelnen Bereichen. Definitiv nicht. Und da sind wir bei Star Trek gewesen, im Prinzip die Zeit zwischen dem Dritten Weltkrieg und selbst bis dahin, wo die Föderation gegründet worden ist, da war die Erde ja erstmal noch relativ eigenständig. Sprich, sie war global, war aber eigenständig, da war nichts mehr drumherum und dementsprechend hatte die Zeit gehabt, um genau das aufzubauen.
Also ja. dieses mit dem richtigen interstellaren Handel und alles drum und dran, das ist ja dann später erst richtig losgegangen mit der Föderation, mit den Handelsverträgen und solche Sachen. Aber im Endeffekt war es etwas über ein Jahrhundert, wo sie das ausbauen konnten. Alleine. Mhm. Ohne, ja. Also nur die Menschen und keine anderen. Ja, und die Vulkane, die waren ja von Anfang an dabei. Ja gut, das ist ja mal mehr dieses Diplomatische, aber die haben ja auch in die Wirtschaft an sich nicht eingegriffen in dem Moment. Ja. Könnte das vielleicht auch ein Auslöser gewesen sein, dass die Menschheit sich gedacht hat, natürlich, klar, Warp-Antrieb wurde entwickelt, neue Schwelle überschritten, vor allem in Kontakt mit den Vulkaniern, dass sie sich gedacht haben, wir müssen einfach schauen, dass wir wegkommen von diesen kapitalistischen, überhaupt voranzukommen in diesem wissenschaftlichen Bereich, denn das wäre ja eigentlich dann die andere Richtung, die ich dann ja auch später noch kommen will. Ich denke eher, war weniger so ein wirkliches Denken. Ich denke, das war einfach eine Entwicklung, wo sie nicht groß nachgedacht haben, sondern halt einfach so gemacht haben, von dem, dass sie dachten in dem Moment, dass es das Richtige ist und dass es dadurch halt eine Entwicklung gab. Ich denke, das war global gesehen kein großer Gedanke, dass man sagt, okay, wir müssen das jetzt so und so machen, sondern man hat halt einfach das gemacht, was man in dem Moment für richtig gehalten hat. Davon mal abgesehen gibt es zwei Punkte, die halt sehr stark miteinander zusammenhängen. Das sind nämlich Kapitalismus und Krieg. Mhm. Der Kampf um den Konsum sozusagen und die Möglichkeit dazu. Und in dem Moment, wo was wirklich Krasses passiert, eben durch Kapitalismus, Konsum und Krieg, die Menschheit davon erstmal genug hat, bleibt ja dann nicht mehr viel außer der Forschung an sich. Ja. Ich meine, was will denn die Menschheit dann noch machen, außer gemeinsam halt sich weiterentwickeln, vorwärts kommen, alles aufbauen miteinander wirklich und forschen. Ja. Viele andere Ziele bleiben ja nicht. Genau. Aber wenn man es jetzt mal mit der Forschung von heute vergleicht, wird ja Forschung kostet Geld. Entweder wird in eine Richtung geforscht, um Sachen zu kriegen, die mehr Gewinn, die auch wieder Geld bringen, richtig, oder man hat genug Sponsoren, die das machen. Und wenn man jetzt aber in einer Zeit plötzlich lebt, wo diese Forschung allgemein extrem wichtig wird, einfach um weiterzukommen, wenn man weiß, es ist mal eine Schwelle, das muss man ausbauen. Wenn man aber, da ist man aber auch vielleicht an so einem Punkt, wo man sich denkt, wie finanziert man das? Ist halt die Frage, ist dann irgendwann dieser Forschungsfaktor so wichtig, dass man sagt, das muss getrennt werden vom Kapitalismus? Wobei, da könnte man jetzt wirklich wieder auch über das Thema Geld diskutieren. Wenn man es mal so betrachtet, ist ja Geld eigentlich ein vollkommen fiktiver Faktor. Ich meine, wir könnten das jetzt mal zu dritt durchspielen. Ich behaupte jetzt beispielsweise, dass du, Soran, mir 10 Euro schulden würdest. Vergiss es, das sind 20 Euro. Ja, zum Beispiel. Nein, könnte ich jetzt behaupten. Jo, das ist aber davon abhängig, ob wir drei das halt wirklich jetzt hier anerkennen. Ja. Natürlich könntet ihr beide jetzt auch sagen, nö. Und schon wäre diese Hypothese vollkommen hinfällig. Ja. Und so kannst du das eigentlich auf jede Art von Schulden anwenden. Mhm. Wenn sowohl der Schuldner als auch die andere Partei nicht davon ausgehen, dass da irgendwas Finanzielles im Weg ist oder dabei beteiligt ist, wäre das schon vollkommen eliminiert, der Faktor. Und genauso ist ja Geld eigentlich, also auch materielles Geld sozusagen. Das ist ja auch bloß eingeführt, um diese Schulden eben zu repräsentieren sozusagen oder um eben das Gegenteil von Schulden zu zeigen. Ja. Wenn man den ganzen Gedanken fortführt, kann man das wirklich einfach nur eliminieren. Dass man Arbeit für Arbeit bietet und das war's. Ja. Ja. Da muss man das ist ein Gefallensystem. Ich helfe dir jetzt, das ist kein Problem. Ich sehe, das muss gemacht werden und dann irgendwann, wenn ich was habe. Und da kommt aber wieder unser aktuelles menschliches Denken rein, dann wahrscheinlich so nach dem Motto, ja, aber meine Arbeit ist doch viel hochwertiger, weil viel schwerer, wenn ich eine Stunde das mache, als wenn jemand was anderes macht, was vielleicht nicht so schwer ist. In aus der den Gedanken heraus ist ja damals auch das mit Geld entstanden, wo man dann Mittel gefunden hat, die Arbeit symbolisch darzustellen im Grunde. Richtig, und da geht das halt schon wieder los mit dieser Wertigkeit, dass der Mensch schon wieder von sich aus versucht, weil er es nicht anders kennt, das Ganze in verschiedene Wertigkeiten einzuordnen. Genau. Ja. Deswegen, und wahrscheinlich meistens, um sich besser zu fühlen als andere. Deswegen in dem Stand, in dem die Menschheit heute ist, wird das noch lange dauern, bis sie überhaupt mal in die Richtung geht, von dem Geld wegzukommen. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Entweder muss wirklich was richtig Großes passieren. Hier wurde vorhin auch hier auch geschrieben im Chat gerade eben noch, dass es, wenn also Auslöser könnte auch zum Beispiel die Umwelt oder theoretisch auch irgendeine Katastrophe sein. Theoretisch ein riesen Asteroid kommt auf die Erde zu. Man weiß, man hat jetzt noch 50 Jahre Zeit, da was dagegen zu tun. Was macht man? Ja, das ist zu teuer. Solche Diskussionen werden ja gar nicht erscheinen.
Es muss irgendwas gemacht, man weiß, das Ding knallt auf die Erde, alle Menschen sind tot oder wir machen irgendwas was dagegen, aber das darf, in dem Moment spielt Geld keine Rolle mehr, das ist ja auch schon so ein Moment des Undenkens. Das ist aber weniger dann ein Fortschritt, sondern das ist mehr eine Einstellung, so nach dem Motto, es ist doch alles scheißegal. Ja. Das ist dann keine Entwicklung, glaube ich. Natürlich, das ist halt wieder dieser Punkt, was Radikales passiert. Also werfen die Menschen die bekannten Verhaltensmuster über Bord. Und genau sowas bräuchte man dann halt natürlich nur vielleicht irgendwas, was noch die Möglichkeit zu einer Entwicklung dann offen lässt. Momentan ist halt das Geld der Arschtritt, den die Menschen brauchen, um überhaupt den Arsch zu bewegen. Es gibt zwar natürlich Ausnahmen, aber wenn wir jetzt wirklich von heute auf morgen schnippt Geld weg, Würde nicht funktionieren. Die Menschen würden zugrunde gehen. Es würde nur bei den Menschen, in den Köpfen der Menschen. Ja, es würde aber nur bei denen nicht funktionieren, die der Meinung sind, mehr zu haben als andere. Ja. Bei den Menschen, die der Meinung sind, zu wenig zu haben, da würde es gut funktionieren. Und das ist halt schon wieder das menschliche Denken dahinter. Das ist dann schon eher so ein Aussortieren dann, ne? Die ganzen Kapitalisten aussortieren und die nicht so sind, die behalten wir. Die schicken wir nach Madagaskar. Genau, die schicken wir nach Madagaskar. Also ich lese ja auch die ganze Zeit schon im Chat mit dir, wird unheimlich viel diskutiert und schön ist hier, Interstellar war ja auch so ein Beispiel, ne? Die Menschheit ist ja auch da kurz vorm Ende gewesen und die haben alles Finanzielle reingesteckt, um einen neuen Planeten zu finden, ist ja auch so ein Moment gewesen. Es ist halt die Frage, sagen wir mal, es gäbe keinen Auslöser. Wo wäre der Punkt, wo man einfach sagen muss, wir müssen weg von diesem Kapitalismus. Wo ist so ein Punkt in der Menschheit, wo man sagt, das ist einfach mit Geld nicht mehr möglich, da noch weiterzukommen? Würde ich sagen, dass dieser Punkt überhaupt irgendwann kommt. Die Reichen werden immer reicher und wollen deshalb immer reicher werden und die Armen werden zwangsläufig immer ärmer. Ich glaube, das ist halt einfach eine Endlosspirale, was das ganze System an sich so hergibt. Und ich glaube nicht, ein einzelner Mensch ist immer in der Lage, umzudenken, aber keine ganze Gemeinschaft, wo immer noch Elemente drin sind, die Selbstbereicherung wirklich in den Vordergrund stellen. Ja. Deshalb glaube ich nicht, dass das eine Entwicklung ist, die wir von allein irgendwann mal so durchleben würden. Ich denke schon, das ist eine Entwicklung, die wir von allein durchleben könnten, nur ohne dass irgendetwas Besonderes, Großes passieren wird. Denke ich, wird das einige Jahrhunderte dauern. Hier ich denke aber schon, dass wir in der Lage wären, das hinzubekommen, innerhalb der, wenn man genug Zeit gibt, sagen wir mal so 300, 400 oder mehr Jahre. Ja, aber es gibt doch zwei Möglichkeiten, sowas auszulösen. Entweder es kommt unterschwellig von alleine über die Zeit oder es wird gezielt von oben mit einem gezielten Plan durchgedrückt. Ja, das außerdem. Und unterschwellig von alleine entwickelt sich sowas erst recht nicht, meiner Meinung nach, weil wenn man das ganze System von alleine weiterlaufen lässt, ist es halt wirklich so, dass, ich meine, schau dir mal die Entwicklung der letzten Jahre an. Konsum bekommt eine immer größere Bedeutung. Und natürlich, viele haben die Schnauze voll von auf gut Deutsch gesagt. Ich hoffe, ich darf das bei dir in der Show so sagen. Nein. Das ist gerade schon live rausgeschnitten worden. Gut, dann perfekt, super. Hast du gute Mitarbeiter. Geil. Nein, aber das ist halt eine Endlosschleife irgendwo. In den letzten Jahren ist Konsum immer wichtiger geworden. Und es wird, selbst wenn einzelne Menschen umdenken, es wird das System nicht ändern. Wenn, dann müsste eine ganze große Gruppe von Menschen radikal umdenken. Und dazu müsste halt wieder was passieren. Na gut, andererseits, da werfe ich halt mal wieder was anderes ein. Es gab auch Sachen, wo auch Leute sagten, da muss erstmal irgendwas komplett extrem Großes passieren, dass so sich so etwas ändert. Anders sonst ist es ja nicht möglich. Sklaverei. Das ist etwas, das gab es weltweit überall. Jede Bevölkerung hat da Sklaven sich gehalten, hat Sklaven verkauft, hat Sklaven angekauft und so weiter und so fort. Und es gab dann langsam irgendeine Entwicklung. Das war, glaube ich, sogar das Britische gewesen, die damit angefangen haben, wo sie dann irgendwie gesagt hatten, ich weiß nicht, ob es einer der damalige König war oder ob der von irgendjemandem beeinflusst war. Auf jeden Fall hat der Britannien damals dann gesagt, nein, Sklaven sind doof, wir wollen keine Sklaven mehr. Und sie haben das wirklich durchgezogen. Da gab es dann wirklich so eben Sachen, wenn du jemand warst, der Sklaven hatte und du hast dann Schiff auf dich hinkommen sehen, wenn das eine britische Flagge hat, da weißt du genau, okay, sobald die hier ansieht, dann habe ich keine Sklaven mehr. Aber auf der anderen Seite ist dieses Sklaventum ja auch daraus entstanden, dass es Menschen gab, die sich höherwertiger gefühlt haben als eben andere Menschen. Ja, aber das ist ja wieder ein Wertesystem, aus dem das Ganze kommt. Richtig, aber in dem Fall gab es auch eine Entwicklung.
die sich dahin entwickelt hat, dass heute Sklaven nur noch sehr, sehr selten sind. Es gibt immer noch Sklaverei, gerade in gewissen ärmeren Gebieten, klar, aber heutzutage der größte Teil der Welt, der hat keine Sklaven mehr und allgemein wird die Sklaverei als etwas Schlechtes angesehen. Was auch nicht immer so war. Und glaubt ihr, dass wir zu einem Punkt kommen könnten, an dem Geld einfach seinen Wert verliert? Das eigentlich hätte ich jetzt gern noch was zum Thema Sklaverei gesagt. Gerne. Aber es passt sogar zu deiner Frage. Okay. Wenn man den Gedanken fortführt, was wir so alle oder die meisten von uns halt machen mit Arbeiten, Geld verdienen etc. Im Endeffekt ist das doch auch eine Form der Sklaverei, nur halt mit würdigeren Rahmenumständen. Aber die Sklaverei an sich wurde so eigentlich nicht abgeschafft. Naja, es ist eigentlich eine Form der Sklaverei. Naja, es kommt halt, also klar, aus der Perspektive Moment, kann man das argumentieren, in dem Moment, wo du nicht arbeitest, weil du arbeiten möchtest, sondern weil du arbeiten musst, um Geld zu verdienen. Oder beziehungsweise für andere Leute dich oder von anderen Leuten dich bezahlen lässt, eben dafür hast du schon wieder ein Stück deiner eigenen Freiheit aufgegeben. Ja, aber Sklaverei ist eher das Ding, das hat weniger mit der Freiheit zu tun. Es hat schon mit der Freiheit zu tun, aber in einem anderen Aspekt, nämlich Sklaverei ist natürlich, ist das eine ganz, ganz andere Form. Sklaverei ist halt wirklich das, die Person, dass der Mensch Eigentum ist. Dass der jemanden gehört, dass da jemand ist, der sagt, das ist meiner, der gehört mir. Das ist mein Eigentum. Und das haben wir heute auch immer noch natürlich, gerade in einigen ärmeren Gebieten, aber in unseren Sachen hier, es ist eine, würde ich sagen, was wir heute haben, gerade mit wirklich den Mindestlohnsachen und so weiter, worauf du andeutest, würde ich sagen, das ist keine Sklaverei mehr, es ist eine sklavenähnliche. Ich meine noch nicht einmal den Mindestlohn, ich meine so bestimmte Charakteristiken von Berufen. Man könnte jetzt mal in ein paar Berufsgruppen reingehen. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich kaufe mir für einen Tag eine Putzfrau ein. Dann bin ich der Meinung, die gehört sozusagen einen Tag mir und für das, was ich sie bezahle, hat die das zu machen, was ich möchte. Ja, im Endeffekt gehört hier ihre Dienstleistung und nicht sie. Genau. Ja. Es ist richtig. Die Dienstleistung, es ist nicht die Person. Richtig, das ist der Unterschied. Das ist ein Unterschied, richtig. Ja, deshalb ja auch die moderne Sklaverei. Darauf wollte ich hinaus, dass es eben aus meiner Perspektive keine Sklaverei ist, sondern wenn überhaupt ein sklavenähnlicher Zustand. Weil sie könnte ja auch, wenn sie dafür bezahlt wird, jederzeit sagen, da habe ich keinen Bock drauf, ich gehe wieder. Ja. Und dann kriegt sie zwar kein Geld, aber das war's dann auch. Ja. Ja, und jetzt überlege mal, was für Leute in dem Bereich arbeiten gehen und wie sehr die darauf angewiesen sind und so weiter und so fort. Ja, das ist halt schon ein Zwang, der dahinter ist. Das ist ja eben nicht, dass die losziehen und sagen, ach, ich möchte jetzt als Putzfrau arbeiten und wenn ich jetzt rausgeschmissen werde, dann ist das halt so. Sondern es sind halt Leute, bei denen ist das der dritte, vierte Job meistens und die sind halt echt total drauf angewiesen. Und durch diese... In dem Moment, wo halt innerlich quasi eine Art der Resignation und der Unterwerfung stattfindet, ist es eigentlich eine Form der Sklaverei irgendwo. Ich würde es halt eher als sklavenähnlichen Zustand bezeichnen. Ich glaube, das ist jetzt extreme Erbsenzählerei und ich glaube, das sollten wir die Diskussion beenden, weil wir da wohl also auch nicht ich würde ja als auch ganz gerne von den Sklaven wegkommen Richtung Star Trek. Ich hatte ja mir extra hier einen kleinen Spickzettel zurechtgelegt. Ja, ja. Wir hatten vorhin die ganze Zeit einen Punkt vergessen. Beziehungsweise nicht vergessen, sondern einfach nicht beleuchtet für die Wirtschaft im Star Trek-Universum. Und zwar... dass es ja viele, viele Tätigkeiten, Arbeiten gibt, die komplett nicht mehr von Menschen oder Personen eben ausgeführt werden, sondern automatisiert sind, vollkommen automatisiert sind. Dass es ganze Leistungssektoren gibt, die komplett weggefallen sind. Und dass dadurch natürlich unangenehme Arbeiten sehr, sehr viele wegfallen. Und dieser Wille zum Arbeiten sozusagen oder zum bedingungslosen Arbeiten quasi schon eher gegeben ist, weil man weiß, dass bestimmte unangenehme Berufe einfach wegfallen. Ja, das könnte auch sein, genau, weil man dann sagt, okay, ja, das ist jetzt nicht so schön, dass ich jetzt hier die Plasmaleitung schrubben muss, aber... Gut, in der Sternflotte ist es ja was anderes. Ich meine, das ist militärische Struktur, da gibt es Befehle. Ja, ne? Hat ja nichts mit Kapital zu tun. Okay, aber ja, gut, aber hast du schon mal eine Putzfrau im Raumschiff gesehen? Das wird ja auch alles automatisiert. Ja, eben. Richtig. Genau. Richtig. Ja. Genau, das ist es eben, dass da eben diese wirklich extrem üblen Berufe, die keiner machen will, dass die halt auch keiner mehr machen muss, weil das halt automatisiert ist. Guter Punkt.
Also grundsätzlich in Star Trek ist es ja so, zumindest dann vor allem in der späteren Zeit dann, die haben ja wirklich viel, also die ganze Föderation, die ist ja, also die ganze Sternflotte, die ist ja eigentlich grundsätzlich erstmal von der Erde, Ursprung von der Erde. Und selbst wenn die Techniken dort schon so weit sind, dass das schon eigentlich tagtäglich ist, diese ganze Technologie, würden die Raumschiffe in unserem heutigen finanziellen Zeitalter trotzdem noch unglaublich viel kosten. Oh ja. Und deswegen ist halt die Frage, ob überhaupt die Sternenflotte, also ich rede jetzt mal rein von der Sternenflotte mit ihren ganzen Schiffen, Raumbasen, Außenposten und so weiter, überhaupt hätte entstehen können, gäbe es das Geld noch. Ich denke nicht in der Art, wie wir sie kennen. Zumindest nicht in der Größe. Ich würde da gerne erstmal eine Gegenfrage stellen. Wem gehört denn ein Raumschiff? Wem genau? Gott. Ich glaube, das ist erst einmal die eigentliche Frage. Ich denke, die Raumschiffe selber werden eher der Sternenflotte gehören. Und gehören die damit allen, der gesamten Menschheit? Ja, genau, Menschheit? Das ist dann die Frage wieder, genau. Wie ist das beim Militär? Ja, die Sternflotte ist das Militär, das ist erstmal klar. Ja, die Sternflotte. Beim Militär ist es ja generell so, es gehört dem Staat. Genau, der Staat arbeitet ja in der Regel für die Bürger. Für oder? Das ja, wir haben eine Demokratie in der Föderation. Genau. Es gibt einen Präsidenten. Und so ist es ja im Endeffekt ja auch bei der Sternflotte. Ja, nur halt also global. Also prinzipiell könnte man sagen, dass die Raumschiffe allen gehören, ja. So, wenn man so weitergeht. Genauso könnte man aber auch argumentieren, dass die Panzer heute, die Bundeswehr hat auch uns allen gehören. Dann will ich einen Panzer. Ich will einen Panzer, der gehört mir. Hab Steuern gezahlt. Nee, also, Ich will. Genau. Im Endeffekt würde ich jetzt weniger Sachen gehören, sondern es sind ja eigentlich Werkzeuge, für die Bürger arbeiten zu können, im Endeffekt, wenn man so will. Die gehen hier raus, einerseits natürlich den Kontakt mit anderen Spezies, um Handelsdinger aufzubauen, forschen und solche Sachen, die Menschheit weiterzuentwickeln. Aber grundsätzlich, gerade bei DS9 wurden ja später auch mal grob Zahlen gesagt, da hat die Sternflotte ja tausende von Schiffen gehabt. Mhm. Und wenn man das mal hochrechnet, was das alles kosten würde, auch der Unterhalt von solchen Dingern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass allein so eine Produktion von Antimaterie in Zukunft auch nicht günstig ist. Oder auch hier die Lithium. Die Lithium ist ja auch so ein rares Gut, was ja auch immer wieder mal bei manchen Folgen gezeigt worden ist, dass das gehandelt werden muss. Umsonst ist das ja nicht. Auch wenn man in der Gesellschaft lebt, klar, die haben vielleicht keine Unterhaltskosten, sprich die Sternflotte, die Offiziere werden das nicht vergütet, vielleicht mit Geld oder alles, was auf der Erde halt hergestellt wird, wird jetzt vielleicht nicht unbedingt was kosten. Aber es gibt trotzdem noch vieles, was irgendwie vergütet werden muss. Und wenn jetzt das von der Erde noch dazukommen würde mit dem ganzen Kapital und allem drum und dran, ich glaube, das wäre ein riesengroßer Stein im Weg gewesen. Ist möglich, aber wie gesagt, ich denke, es wäre so etwas möglich, aber nicht in der Art, wie wir das kennen. Ich wollte damit darauf hinaus, zum Beispiel die Enterprise-D, Galaxy-Klasse. Die wäre wohl kaum so luxuriös. Realistischer wäre es wahrscheinlich eher, wie die NX aussah. Mhm. Oder die Defiant. So in der Richtung wäre das wahrscheinlich eher gewesen alles. Also eher zweckmäßig. Genau, ja. Wobei ich überlege halt die ganze Zeit Folgendes. Mich lässt dieser Gedanke, dass die Raumschiffe eben quasi allen gehören, gerade nicht so richtig los. Wenn man sowas macht, verspricht man sich ja einen gewissen Nutzen davon, also einen gewissen Gewinn. Also nicht finanziellerseits sozusagen, sondern unterm Strich, dass man halt irgendwas raus hat. Erkenntnisse, irgendwas halt, ja. Aber im gleichen Zug müsste ja dann der Verlust von Raumschiffen für irgendjemanden einen Verlust quasi bedeuten. Ich glaube aber kaum, dass es jetzt quasi der Bevölkerung der Erde an sich erst einmal schlechter geht, weil das Material eines Raumschiffes verloren gegangen ist. Das wäre weniger. Was aber den Wert hat, ist natürlich das Menschenleben an sich, beziehungsweise das Leben an sich. Ich meine, Menschenleben zu sagen, ist in dem Zusammenhang auch schon wieder rassistisch, was bei Star Trek aber trotzdem gern gemacht wird, was mir immer wieder auffällt. Ja. Mich stellt sich gerade ein bisschen die Frage, warum hat eigentlich die Sternflotte so viele Schiffe? Hat sie sie zum einen, um ihre eigene Machtposition zu stärken, oder hat sie sie wirklich, weil sie sie braucht? Ich denke, es ist eher eine Mischung aus beiden. Zum einen ist es natürlich eben Forschung und so weiter, klar. Ja. Zum anderen ist es aber auch die Föderation, schauen wir uns deren Nachbarn mal an. Die Romulaner, das romulanische Sternimperium, das klingonische Sternimperium, die Cardassianer, die Zanketi, die Ferengi. Also die kennen ihre Gegner, Lukara. Müssen sie natürlich schauen, dass sie zumindest eine Verteidigung schaffen können. Genau, sie müssen mit den Stärksten mithalten können, damit nicht die Gefahr besteht, dass sie überrannt werden. Und entsprechend alleine aus dem Sinne heraus, denke ich, da
wird da schon viel auch mit berechnet sein, dass man dann sagt, okay, eigentlich bräuchten wir es jetzt nicht, aber die Klingonen haben aufgerüstet. Wir sollten vielleicht noch einen Geschwader Schiffe jetzt bauen, einfach nur zur Sicherheit, damit die Klingonen sich nicht denken, aha, wir sind in der Überzeit. Das ist doch wieder der kapitalistische Faktor quasi, ich muss mehr haben als der andere, und wenn es zur Abschreckung ist. In dem Fall ist es weniger was Kapitalistisches, es ist eher etwas diplomatisch. Das ist eigentlich eher Machtposition. Das ist eigentlich eher Machtposition. Auch wenn es das eine mehr Verteidigung ist, das andere mehr Angriff, ist es trotzdem grundsätzlich erstmal eine Machtposition. Dieses Gleichgewicht. Was ich gerade überlege, bei der Sternenflotte wurde ja immer noch fast alles, bis auf die Defiant und so Transportschiffe und sowas, als Forschungsschiff deklariert, was ja auch verständlich ist. Klingt ja auch besser, wenn man die Ausgaben quasi dem Volk gegenüber rechtfertigen muss. Wobei wir immer noch nicht geklärt haben, ob das überhaupt Ausgaben gibt, die das Volk zu tragen hat. Wenn, dann höchstens Arbeitsdienstleistungen. Richtig. Ja. Und so wirklich auf was verzichten muss das Volk wahrscheinlich auch nicht. Was ich aber überlege, wurde mal irgendwann genau gesagt, aus wie vielen Planeten die Föderation besteht? Würden in Contact oder DS9 im Dominion kriegen. Ich überlege nämlich gerade, ob man die Anzahl der Schiffe, die die Föderation ja sozusagen hat, in Relation zu der Anzahl der Mitgliedswelten setzen kann, in eine vernünftige Relation. Ob man das irgendwie darüber begründen kann, dass die Sternenflotte exakt so viele Schiffe hat. Also, Dingsbums. Auf jeden Fall, die Mitgliederzahl ja auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Ich habe sie gerade gefunden, 2373, also zu Zeiten von Voyager Unschuld und Star Trek Erster und Kontakt, 150 Mitgliedswelten. Wobei ich denke, Mitgliedswelten ist da eher auf die Welten der Spezies, auf denen sie Spezies entwickelt haben und nicht halt die ganzen Kolonien. Ich denke mal alleine hier in dem rechts oben ist mehr. Mitgliedswelten etwa 150 und Kolonien etwa 1000. Also insgesamt 1150 bewohnte Planeten. Und da kann man das natürlich schon wieder, die Anzahl der Schiffe, in einem Maßstab zu den Planeten setzen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So ähnlich wie bei Krankenwagen und Polizei, dass sie in 10 Minuten am Unfallort sein können, wollen sie da flächendeckend anwesend sein. Ja, dass immer ein Schiff in Reichweite von allen ist, genau. Ja, nee, aber ich sag mal so, würde die Föderation aus 5 Planeten bestehen und hätte darauf 5000 Schiffe, wäre es lächerlich. Und würde die Föderation aus 5000 Planeten bestehen und hätte darauf 5 Schiffe, wäre es halt auch unglaubwürdig. Es hätte halt alles keine Relation, aber so haben wir halt wenigstens eine Beziehung zueinander, wo man weiß, warum man ungefähr auf diese Zahlen kommt, weil das was ist, was sich wahrscheinlich damit auch wirtschaftlich halten lässt, was Sinn ergibt und eventuell sogar notwendig ist auch. Ich meine, gerade zu Zeiten von Enterprise, da wissen wir, wie sensationell das eben war, ein Warp-5-Schiff und sowas und wie groß die Flotte da eigentlich war oder eben nicht war. Und warum diese Flottengröße entstanden ist, eben aus dem Romulanischen Krieg und was weiß ich was, das waren ja noch andere Beweggründe, warum da Schiffe gebaut wurden. Mhm. Aber da war das eben noch eine Besonderheit, dass die Erde ein Forschungsschiff hatte. Ja. Aber dann eben, wenn die Föderation als Ganzes agiert, ist eine entsprechend hohe Zahl von Forschungsschiffen, die in alle Richtungen geschickt werden, natürlich auch irgendwo logisch dann. Und auch besser möglich vor allem auch. Richtig. Ja, weil auf der einen Welt gibt es zu wenig Stahl, auf der nächsten Welt gibt es zu wenig Kupfer, wird halt Kupfer von der einen rübergeschoben, Stahl von der anderen und da hat man's. Ja, aber die Erde konnte es doch auch noch stemmen, als er alleine war. Ja, klar, aber ich meine jetzt eben Dingskirchens allgemein auf Rohstoffe jetzt bezogen. Eben der eine hat davon mehr, der andere hat davon mehr. Und so, wenn alle Rohstoffe dann in einem Pot sind, kann man da viel wirtschaftlicher mit haushalten, meinte ich. So in der Was hat für uns zum Beispiel Kohle oder Eisen, ist es für andere Diamanten und Gold zum Beispiel. Das ist, aber die Frage ist ja auch, dass die kamen auf dem vom YouTube-Chat schon ganz am Anfang, was für Rohstoffe denn überhaupt gebraucht werden und welche Rohstoffe denn repliziert werden können. Das ist eine gute Frage. Wir hatten ja schon drüber geredet, dass es wirklich Sachen gibt, die nicht replizierbar sind. Ja. Aber gerade das, was in Massen gebraucht wird, kann ja anscheinend repliziert werden. Das heißt, das Einzige, was wirklich gebraucht wird, ist Energie. Ja. Und Energie und halt so Sachen wie Lithiumkristall und solche Sachen. Lithium, Antimaterial. Und was vielleicht auch noch sein könnte, ist, dass bei manchen Materialien vielleicht der Energieaufwand höher ist, wenn man es replizieren würde, als wenn man es wirklich aufbauen würde. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da wirklich Leute gibt, die dann sagen, okay, ich gehe da jetzt in den Bergbau und was weiß ich, für ein Beispiel sagen wir es einfach mal, es wäre Gold, keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht.
Eben dann mache ich hier ein Bergwerk und mache da und so weiter Gold und damit wir da Gold haben, weil das ist billiger, also billiger im Sinne der Arbeitskraft oder Energieaufwand, als wenn wir da jetzt das Gold einfach replizieren würden. Das kann ich mir auch vorstellen. Es ist ja nicht nur das, ob repliziert werden kann, sondern auch die Tatsache, dass es ja auch replizierte Sachen gab, die minderwertiger waren, als wenn man sie richtig herstellen würde. Richtig. Die einfach von der Qualität nicht so gut sind. Das kommt ja auch noch dazu. Genau. Aber im Endeffekt war ja spätestens ab TNG oder sowas, waren ja die Schiffe schon so weit entwickelt, dass da ja auch sehr viele Technologien verwendet werden oder auch Ressourcen verwendet werden, die es auf der Erde gar nicht gibt. Das heißt, die Föderation oder die Sternflotte oder die Menschen mussten ja auch Handel treiben. So richtig wurde nie erzählt, mit was die eigentlich Handel treiben. Allerdings wurde, ich kann mich da noch an eine schöne Stelle erinnern, von Deep Space Nine, wo Sisko den Quark gegenübergestellt hat, nach dem Motto, so, ihr seid schon so lange hier, habt nie was bezahlen müssen. Keine Miete und so weiter. Genau, und dann hat er losgelegt, so, jetzt rechnen wir mal zurück mit dem Geld und mit den Energiekosten, genau, die ihr gebraucht habt. Das heißt, rein theoretisch gibt es da anscheinend ein System, wo aber die Sternflotte vielleicht sogar an Fremden, das ist erstmal ein schönes Beispiel, die Föderation verwaltet die Station, auf der Station ist ein Ferengi, der eine Bar betreibt und im Endeffekt dort Ressourcen von der Station verbraucht. Das heißt, wenn so ein klarer Fall, die Föderation nimmt wie immer den Ferengi aus und der Ferengi ist das arme Opfer. Genau, ja, natürlich. Ja, aber im Endeffekt ist das mal schön gezeigt worden, dass er hat es ihm ja vorgehalten und es scheint ja dann auch wirklich eigentlich ein gängiges System zu sein, dass die Föderation dann so eine Art Gebühren verlangt. Vielleicht nicht so kapitalistisch gesehen, sondern gerade noch so, dass die Kosten gedeckt sind. Aber da muss es ja anscheinend irgendwas geben. Ich sag's mal so, ich habe Quarks Gesichtsausdruck noch genau vor Augen und ich glaube, es ging einfach mehr um die Tatsache, dass er überhaupt was bezahlen soll. Ja, erstmal. Das war schon so der erste Aussetzer, so nach dem Motto. Nee, aber ich glaube, wenn, dann sind das solche Sachen wie prozentuale Gewinnbeteiligung oder sowas. Ich glaube, sowas wie pure Zahlung im Voraus oder sowas würde es da auch nicht mehr geben, sondern wenn, dann was Logischeres. Beispielsweise 5% vom Gewinn oder sowas. Eben so etwas, was der verkraften kann, selbst wenn es nicht so gut läuft. Ja, anstelle einer pauschalen Festsetzung, die in keiner Relation jetzt zum eigentlichen Nutzen oder Sinn steht. Ich meine, wenn man da überlegt, wenn da ein Fixpreis wäre und dann ist, war ja zum Beispiel das eine gewesen, die Situation, wo dann alle Zivilisten quasi DS9 mehr oder weniger verlassen haben, als es da entweder mit einem Klingon oder Dominion angefangen hat, ich bin mir gerade nicht sicher, wo dann auch Quark da saß, meine Bar, nix los und so weiter. Wenn er da jetzt, wenn die Leute, also Quark ist ja nicht der Einzige, da gibt es ja auch das klingonische Restaurant, Garak mit seiner Schneiderei, wenn die da einen Fixpreis zahlen müssten, die wären doch da am Arsch, das würde keinen Sinn machen. Ich denke auch, da ist eine Umsatzbeteiligung viel wahrscheinlicher. Einfach nur von der reinen Logik her. Noch was anderes zum Thema Quarks Bar. Mal abgesehen von Gebühren, was direkt an die Sternflotte und sowas gezahlt wird. Die Offiziere der Sternflotte, die dort regelmäßig hingegangen sind und was zu trinken und zu essen hatten, das lief ja privat und nicht innerhalb der Sternflotte. Richtig. Das heißt, die mussten ja irgendwas, die mussten ja auch ein Kapital besitzen, um das auch bezahlen zu können. Das heißt, ist das dann dort doch so, dass die Sternflottenoffiziere, gerade weil sie in anderen Regionen arbeiten, wo vielleicht dieser Einstellung nicht vorhanden ist, dass die da auch leben können, dass die ein gewisses monatliche Vergütung kriegen, so eine Richtung? Ich erkläre mir das komplett anders. Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, die Sternenflotte ist in dem Sinne quasi das Militär. Ja. Ein Militär zeichnet sich dadurch aus, die Leute, die dafür arbeiten sozusagen, stellen ihre Arbeitskraft, ihr Leben, was weiß ich was, im Dienst des Ganzen und bekommen dafür solche Dinge wie Logis, zum Beispiel Kost, Nahrung, was haben wir noch, wer sollt in dem Sinne eben einen gewissen Satz, bekommen kostenlos Unterkunft gestellt, zahlen für, wenn sie halt zum Beispiel in der Kaserne wohnen oder in einem Bundesgebäude, keine Strom und sowas und solche Sachen halt. Und ich denke mal, dass diese Struktur darauf eigentlich eins zu eins anwendbar ist. Ja. Man hat viele Stellen, wo man mitbekommt, dass die Föderationsangehörigen bzw. die Sternflottenangehörigen eine gewisse Anzahl von Credits zur Verfügung haben, was ja die Währung eben ist, wie Peter Brunner schon im Chat geschrieben hatte.
Dass sie das wirklich zur Verfügung haben und ausgeben eben bei Landurlauben, beim Handeln mit in irgendwelchen Kneipen und sowas. Und gerade bei Deep Space Nine haben wir es auch immer wieder gemerkt, wo wenn die Diskussion losgeht, wo gehen wir essen, Replimat oder richtig essen sozusagen, da sieht man ja auch diesen Unterschied der Wertigkeit sozusagen. Was aber auffällt die ganze Zeit ist, dass es niemanden irgendwie dabei zu jucken scheint, wie viel er ausgibt. Also niemand eingeschränkt zu sein. Ja, es ist halt wahrscheinlich, kann ich mir fast schon so vorstellen, eben auf den Schiffen und so weiter, da kriegt man ja eh alles pro bono. Weil im Grunde ist es halt der Replikator immer da, was soll man da groß zahlen. Und selbst wenn sie da eben viel ausgeben würden, die Leute auf DS9, insgesamt gerechnet, auf die gesamte Sternflotte wäre das immer noch ein Tropfen auf einen heißen Stein wahrscheinlich, kann ich mir auch vorstellen. Es gibt halt weniger Anlässe, wo man Geld ausgeben muss, genau, und dementsprechend ist mehr Anlässe, wo es sich anhäuft. Mhm. Ja, genau. Ich würde ganz gern mal kurz auf das eingehen, was Geiris Lieder im Chat sagt. Zur Info, ich arbeite selbst fürs Militär und ich weiß, was man bekommt und was man nicht bekommt. Es ist richtig, man muss im normalen Tagesdienst gewisse Sachen selbst zahlen. Allerdings zu einem vollkommen anderen Satz, als man das jetzt vergleichen kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer Miete ausgehen aktuell, wenn du wirklich Kasernenschläfer bist heutzutage, dann zahlst du dafür eine gewisse Pauschale. Aber das ist so verhältnismäßig wenig, dass du es eigentlich schon nicht Miete nennen kannst. Im Endeffekt wären es, glaube ich, knapp über 100 Euro im Monat und da könntest du an Strom, Wasser, was weiß ich was verbrauchen, was du wolltest. Verpflegung, richtig, aber wenn du halt da mal gegenrechnest, das ist schon wieder ein kompletter Sondertarif. Das ist im Endeffekt eigentlich eine Aufwandsentschädigung und wird so viel übernommen. Das kannst du ja eigentlich auch wieder nicht so zählen, dass du das alles selbst zahlen müsstest. Also es ist schon so, dass du diesen gewissen Charakter hinter dem Ganzen hast. Und das kann ich mir eben auch sehr gut halt bei der Sternenflotte vorstellen. Mhm. Aber was halt da wirklich das Bemerkenswerte ist, was man immer wieder sieht, ist, jeder arbeitet entsprechend seiner Qualifikation. Also ich glaube, das ist ein, zwei Mal gewesen, dass man jemanden gesehen hat bei der Sternenflotte, der irgendwie entweder nicht in Form war oder nicht dafür geeignet wäre. Naja, oder nicht sowas. In Form. Spätestens Captain Kirk war später nicht mehr so ganz in Form bei dem Bauch. Aber, ich meine in Form so von der Einstellung her dahinter. Ja. Ich denke da zum Beispiel an den einen Boljaner, der da durch die Jeffreys Röhren klettern durfte und durch die Gänge joggen durfte und was weiß ich was. Das war in dem Fall ja aber auch die Dings ja, gewesen, stimmt, die Rebellen da, die Tuvok genau. da wieder getrillt hat. Also das war ja auf Voyager, ne? Wo es darum ging, es waren glaube ich drei Offiziere oder sowas, die eigentlich sprichwörtlich in diese Rolle gesteckt wurden. Aber das ist halt eine andere Baustelle. Nee, und dann waren halt auf einem Schiff. TNG war auch noch irgendjemand, der da aus der Buckley? Reihe getanzt ist. Nicht, da war noch jemand Massiveres. Irgendwas war da. Irgendjemand, der durch Unfähigkeit aufgefallen ist und Unlust, aber ist ja auch egal. Worauf ich hinaus wollte, ist ganz einfach. Es gibt oder alle Leute bringen eine Motivation und eine Befähigung mit. Ja. Niemand scheint es dafür zu machen, dass er wirklich was verdienen möchte oder sowas, sondern alle arbeiten, um die Menschheit weiterzubringen. Und davon mal abgesehen, scheint auch Zeit eine ganz andere Ressource zu sein. Man kann das ja mal gegenüberstellen, zum Beispiel in der heutigen Zeit. Wie gerne lassen sich die Leute krank schreiben und wie gern sind die Leute zu Hause und wie gern sind sie auf Arbeit? Ja, und was sehen wir im Star Trek-Universum? Geh mal zum Star Trek doch und sagt, ihr habt eine Kälte, will eine Woche krank schieben, nix da, Hypus bei 5 Sekunden wieder gut. Ja, gut, aber ich wollte darauf hinaus, wie jeder sich gegen eine Krankschreibung wehrt, so nach dem Motto, ich bin doch dienstfähig, was weiß ich was. Wie alle ständig irgendwie vorbildlich Zusatzdiensten machen oder vierte Schicht hintereinander. Oder der medizinische Offizier die Leute zwingen muss, dass sie zur Untersuchung kommen. Ja, oder die Ingenieure sogar in ihrer Freizeit im Quartier noch Sachen bauen. Ja, eben. Klar, die Leute nutzen ihre Freizeit produktiv. Mhm. Aber mir kommt es halt so vor, als ob man auch eine ganz andere Beziehung zu diesem Gut, zu dieser Ressource Zeit wirklich hätte. So nach dem Motto, ich nutze meine Freizeit so intensiv, dass ich gern wesentlich mehr Zeit auf Arbeit verbringe oder mit der Arbeit verbringe. Da habe ich auch ein Beispiel aus meinem Leben, nämlich als ich damals meine Ausbildung gemacht hatte, das war ja in so einer betreuten Wohngruppe. Und
Da gab es daheim immer Stress, weil die Leute, betreute Wohngruppe, da waren die Leute etwas merkwürdig drauf. Und entsprechend. Da hast du ja wunderbar reingepasst. Genau. Nee, aber auf jeden Fall war es bei mir da auch gewesen. Bei der Arbeit, motiviert und so weiter und so fort. Ich habe in der Ausbildung, überbetriebliche Ausbildung und so weiter, wo es dann auch immer hieß, okay, das ist heute nicht mehr machbar. Ja gut, ich war da einer von denen, ich bleibe da jetzt hier noch eine halbe Stunde, ich mache das jetzt noch fertig und so weiter. Einfach in dem Fall, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich da erfüllt war, weil ich da etwas machen konnte, weil ich da produktiv war und so weiter. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es dann Star Trek ähnlich ist. Halt, man sieht die Arbeit nicht mehr als irgendeine Pflicht, an die man jetzt abarbeiten muss, oder, ja, abarbeiten, sondern es ist halt etwas, was man gerne macht. Etwas, ja eben, dass dadurch durch die Möglichkeiten, die man hat, ist im Grunde so, dass jeder sein Hobby zum Beruf macht. Oder zumindest, dass man einen Beruf wählt, wo man sagt, okay, ist jetzt nicht das, was ich jetzt wirklich machen wollen würde, wenn ich, also ich könnte mir Besseres vorstellen, aber es ist eine Sache, die muss getan werden. Und da mache ich lieber etwas, was getan werden muss, als etwas zu machen, was mir mehr Spaß machen würde. Oder das sehe ich persönlich als besser an, so von wegen persönlicher Standards und so weiter. Es ist ja bei der Föderation auch eine gewisse Erziehungssache. Ich meine, das hat man ja bei Jake und Sisko ja gesehen gehabt, dass der Jake im Endeffekt nicht wirklich wusste, was er machen soll. Mhm. Und dass Sisko ihn immer wieder darauf hingetrieben hat, dass er sich überlegen muss, was er im Leben machen will. Das heißt, so diese Einstellung nach dem Motto, ja, wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann mach halt gar nichts, ist ja nicht schlimm. Gibt es ja eigentlich nicht, sondern es wird ja schon so hinerzogen, du musst irgendwas machen. Mhm. Du kannst nicht einfach nur daheim sein, du musst was für die Gesellschaft machen. Das kommt mir gar nicht mal so vor. Mir kommt es eher so vor, dass dieser Prozess, was will ich machen, einfach so kompliziert ist aufgrund dieser unglaublichen Anzahl an Möglichkeiten. Ja. Es gibt ja auch Leute, die einfach ihr Leben damit verbringen, zu reisen und Archäologen, die wirklich überall buddeln, nicht um die Leute damit zu belustigen oder sowas, sondern halt um das für sich zu tun. Genauso Künstler, die für sich das machen, was sie wollen, nicht um Leute damit zu beeindrucken oder die Kunst zu verkaufen oder so, sondern halt wirklich für sich. Im Endeffekt hat jeder diese Möglichkeit und ich glaube wirklich dieses Drängen da, das ist mehr so nach dem Motto, nutze deine Zeit, du hast... Nutze die Macht. Quasi, nein, aber die einzige Beschränkung oder eine der wenigen Beschränkungen, die man ja wirklich hat, ist die Lebenszeit. Ja. Und diese eben nicht zu nutzen oder nicht effektiv zu nutzen, das ist, glaube ich, in der Zeit was gar nicht so akzeptiert wird. Weil der Mensch an sich ist zu der Zeit ein verantwortungsbewusster Mensch, ein Mensch mit viel oder der viel stabiler im Leben steht und viel effizienter ist dabei. Und deshalb wird halt auch die Ressource Zeit, denke ich mal, effizienter genutzt. Allerdings hat man halt auch hauptsächlich das Militär gesehen. Also wir haben ja, halt immer das ist auch wieder was. Genau. Wir haben halt hauptsächlich die Sternflottenoffiziere gesehen, die auch ein Siskos Papa. Siskos Papa. Ja, Sisko ist Papa. Weil ich gerade die Folge gesehen habe, der war ja auch so jemand, der dann auch nicht zum Arzt gehen wollte und lieber in seiner Küche war und so weiter und auch als die Erde dann Ja, ist sein Vater, ja. Ja, und als die Erde dann eben da unter diesen Auflagen war von dem Ding und überall die Sicherheitsoffiziere waren, Jack, wir machen jetzt Restaurant wieder auf. Ja, aber wer soll denn da essen kommen? Schau doch raus, das sind die ganzen Sicherheitsoffiziere. Wir kochen jetzt was. Ja, für ihn war das Kochen sein Leben. Ja, genau. Für andere kochen sein Leben. Das ist im Grunde, das ist in dem, also ich wollte darauf hinaus, bei ihm hat man das gesehen, wie es im zivilen Bereich ist. Er ist ja wirklich einfach ein Koch, der gerne kocht. Mhm. Und ja, wie vorhin schon gesagt, Restaurants funktionieren, weil man nicht wegen des Essens hinkommt, sondern wegen des Erlebnisses. Ja. Weil man halt, eben dieses Erlebnis essen gehen. Und entsprechend, da sieht man das bei ihm auch, wie du es gesagt hast, im Grunde dasselbe wie in der Sternflotte, also wie im Militär, auch im zivilen Sektor. Und ich denke, ich behaupte jetzt einfach mal, dass man ihn vielleicht da wirklich als Beispiel nehmen könnte, wie eventuell alle Zivilisten drauf sein könnten. Ich glaube, vielleicht mal einen Blick in das Ganze reinzukriegen, muss man wirklich zum einen natürlich mal in der heutigen Arbeitswelt mal gesteckt haben, zum anderen aber auch mal aus irgendwelchen Gründen draußen gewesen sein. Mhm. Ich kann da von meiner Seite aus reden. Ich war zum Beispiel mal natürlich Arbeitswelt, hab gelernt und solche Sachen. Und hatte damals mal aus gesundheitlichen Gründen 9 Monate lang nicht arbeiten können. Und das ist dann irgendwann so ein Punkt,
ab einer bestimmten Grenze, wenn du es halt vorher zum Beispiel auch arbeiten gewohnt warst, dass dir einfach die Decke auf den Kopf fällt. Du wolltest was machen, du wolltest ja nicht mal Geld dafür verlangen oder so, aber du wolltest einfach irgendwas machen, Hauptsache du hast eine Beschäftigung, Hauptsache du, das hat einen Sinn, überhaupt früh aufzustehen. Und ich denke mal, dass das auch, dass irgendwann halt auch bei den Menschen halt immer so dieser Punkt ist, dass man einfach nicht die ganze Zeit nur rumsitzen will. Man will eine Beschäftigung. Ja, das merke ich ja selbst bei mir schon. Ich habe das ja auch hier eben mit der Wochenschau, die ich mache, also eben so Nachrichten und so weiter, dann mache ich das, ich mache das, ich mache das. Ich habe das da meinen Fallmanager beim Amt, ich bin ja offiziell auch arbeitslos, mal gesagt, was ich da alles mache. Ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Wo er mir ja auch da gesagt hat, ja, im Grunde, was sie da machen, andere werden dafür bezahlt. Ja. Also es ist halt wieder das genaue eben, worauf du hinaus willst. Man kann nur eine gewisse Zeit da rumsitzen und nichts tun. Irgendwann hat man halt einfach einen Punkt, dass man sich eventuell Sachen sucht, die man ja, die einen erfüllen, die man macht und so weiter. Und es ist halt wieder die unterschiedliche Sache. Es gibt ja ein schönes Beispiel, ist ja unsere Gesellschaft, es gibt ja auch viele Berufe, die man erlernt und die aber im Endeffekt alles andere sind als finanziell lohnenswert, sage ich mal. Ne? Das heißt, man muss sich ja dazu entscheiden, einen Beruf zu wählen, wo man weiß, man muss, steckt da Arbeit rein, allen drum und dran, man kriegt aber nicht viel dafür. Das heißt, ab dem Moment hat man ja schon die Entscheidung getroffen, lieber etwas zu machen, was einem Spaß macht, was einen erfüllt, als etwas, was einen finanziell nach vorne bringt. Das heißt, eigentlich ist das ja schon ein Schritt in die Richtung, wie es bei Star Trek ja eigentlich ist. Ich würde da nämlich auch gern mal einen Vergleich ziehen, wenn wir das so sehen. Die Ressource Zeit ist ja immer noch was, was mir dabei nicht aus dem Kopf geht. In der heutigen Zeit, also du willst uns bloß wieder eine Stunde verkaufen, ja, gibst du Ferengi, du. Ja, natürlich, nein, ich möchte dafür sorgen, dass du wieder weniger zu Wort kommst, dass du wieder schon recht, ne? Genau. Ich bin immer weg, tschüss. Tschüss, genau, also kriegt jetzt eine Weile. Nein. Worauf ich hinaus wollte, heutzutage arbeiten wir ja, um zu leben. Mhm. Also zumindest ist das der Grundgedanke dahinter. Wir gehen auf Arbeit, um uns eben genug Geld zu erwirtschaften, um damit zu leben. Ja. Bei vielen Leuten ist es zwar inzwischen andersrum, dass man lebt, um arbeiten zu gehen, aber das ist so der Charakter unserer Gesellschaft. Teilweise lässt sich das manchmal auch nicht vermeiden. Das richtig. Was halt vor allem mit der Verantwortung des Einzelnen in seiner Position meistens zusammenhängt. Genau. Es geht aber auch darum, wieder andererseits, wenn man das mit Star Trek und der Ressource Zeit vergleicht, die Leute leben da auch einfach intensiver. Wenn ich sehe, ob das nur die soziale Interaktion ist, wenn man im 10 vorne zusammensitzt oder wer wie viele Leute kennt und man aber mit jedem gleich höflich umgeht, egal ob das jetzt Vater, Mutter ist oder der Bekannte von vor 10 Jahren quasi. Mhm. Die Beziehung scheint immer gleich, oder die zwischenmenschliche Beziehung scheint immer gleich intensiv zu sein, also sich nicht großartig zu unterscheiden. Genauso dadurch, dass man keine Zeit mehr damit verbringt, sozusagen besoffen in der Ecke zu hängen und was? Auszunüchtern oder sowas. Das war mein Hobby, gesagt. Ich weiß. Nein. Aber dadurch bekommt dieses Zusammensitzen und was trinken auch einen ganz anderen Charakter. Ist irgendwie viel effektiver genutzt. Ja, vor genauso allem ist ja auch so, dass Imoprovalin war es, glaube ich, eben das eine Mittel da. In Star Trek hat man ja wirklich ein Mittel, womit man Alkohol neutralisieren kann. Und selbst wenn, auf Raumschiffen wurde nur Synthol ausgeschenkt, da wurde man nicht besoffen. Ey, da gab es auch unter der Theke immer noch was anderes. Ja gut, Guinan hat immer einen Vorrat gehabt, aber der hat nicht für die ganze Crew gereicht. Schon gar nicht, um alle besoffen zu kriegen. Nein, aber da gibt es ja dann bestimmt auch Mittelchen dagegen, aber... Ja, okay, das ist schon wirklich so, nachdem dieser... Nein, dieser, aber das ist ja bloß ein Beispiel, wo effektiver gelebt wird. Wenn man auch mal so die Beziehung zur Literatur zum Beispiel sieht oder zur Musik, jeder scheint sich anscheinend so mit der Musik auszukennen, dass er wahrscheinlich alles kennt oder so gut wie alles kennt. Jeder hat da seine Favoriten, genauso bei Büchern und sowas, wird auch ständig zitiert, weil man bestimmte Stellen schon so toll findet und auswendig kennt und sowas. Es ist alles intensiver irgendwo. Ja. Das kulinarische Essen, Trinken ist intensiver, die soziale Interaktion mit anderen Menschen, genauso Freizeitaktivitäten durch Holodeck und sowas, ist auch alles viel intensiver als es bei uns. Eine Stunde auf dem Holodeck, wo du wirklich das so machst, wie du es möchtest, ist höchstwahrscheinlich intensiver, als wenn wir drei losziehen und jetzt einen Monat Urlaub irgendwo machen.
Und ist zumindest günstiger. Davon mal abgesehen, ja. Ja. Aber selbst das ist intensiver. Es wird alles besser genutzt im Endeffekt. Und vielleicht ist das auch das, was uns jetzt fehlt, dass wir sagen können, wir können mit unserer Zeit heutzutage gar nicht so umgehen, wie wir wollen, weil wir die Zeit, die wir haben, nicht effektiv genug nutzen. Weil wir die Zeit, die wir haben, teilweise damit verbringen müssen, uns das zu erarbeiten, um das, was wir machen wollen, überhaupt finanzieren zu können. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Bei manchen geht es schneller, bei manchen weniger. Ja. So. Interessante Sache, ja. Also man könnte, dieses Thema auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel weiter ausbauen. Also ich habe heute nichts mehr vor. Ja, also einfach diese Gedankenspiele, wirklich diese Welt, wo Geld kein Thema mehr ist, verglichen mit unserer heutigen Gesellschaft. Ich glaube, dass das tut auch in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen Augen öffnen. Allein bei uns dreien ist es ja auch so, dass wir mehr dafür arbeiten, für das, was uns Spaß macht, als fürs Finanzielle. Also es ist bei mir so, bei Tiberius ist es auf jeden Fall auch so. Und du hast ja vorhin ja auch gesagt, Acker, dass es bei dir ja eigentlich auch so ist, weil dich das erfüllt hat, weil dir das Spaß gemacht hat. Da ging es ja auch nicht ums Geld. Das heißt, also die Sachen, die ich hier mache, das hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Außer durch das Geld, was ihr für die Show kriegt, ist ja klar. Ne? Es wurde ja auch vorhin mehrmals im Chat geschrieben. Ich sag das die ganze Zeit extra nicht, weil ich dachte, das ist ein Geheimnis. Sag das doch gleich. Und jetzt blattert's auch. Also es wurde ja auch vorhin im Chat geschrieben gehabt, dass natürlich auch sehr viele reiche Menschen gibt und so weiter. Es ist klar, es gibt natürlich auch es gibt sehr viele Menschen, die arbeiten für das, was sie gerne machen. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die einfach nur arbeiten, um mehr zu bekommen. Sowas gibt es natürlich auch. Und auch im Star Trek-Universum gibt es das eigentlich. Oh ja. Nur da ist es weniger als Finanzielle als Macht. Also ich denke mal, bei Star Trek war es ja auch so, dass manche wirklich auch einfach auch machttechnisch weiterkommen wollten. Gab es ja auch. Also da Wobei, ist es dann ja, aber da halt Macht meistens an Befähigung auch gebunden ist. Ja, das natürlich dass diejenigen in Machtpositionen sind, weil sie qualifizierter sind. Ich meine natürlich Neid nach oben, unten und sowas, das gab es auch wie in jeder Gesellschaftssituation. Aber trotzdem dadurch, dass da meistens der wirtschaftliche Faktor beim Machtbereich wegfällt, bleibt halt meistens nicht viel als die Qualifikation. Und wenn halt einfach nur das Durchhaltevermögen oder entsprechende Charakterzüge denjenigen dahin gebracht haben. Aber trotzdem ist es halt immer noch eine Qualifikation. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man mal genau in unsere Gesellschaft hinblickt, dass man immer wieder Stellen findet, wo es eigentlich schon Richtung in diese Star Trek-Philosophie reingeht. Weil was es angeht, dieses mehr für die Menschheit arbeiten als für Geld, diese gemeinnützigen Arbeiten, für die man nichts kriegt, ist ja auch schon anderen helfen, anderen unterstützen, das sind ja alles schon solche Sachen, schon dieses Denken, was in die Richtung geht. Was ich halt so faszinierend dran finde, Star Trek ist ja nicht ohne Grund eine Art der Fiktion, die viele Leute fasziniert in sämtlichen Aspekten oder in wirklich verschiedensten Aspekten. Und was ich halt gerade als den Wert von diesem Vermächtnis so sehr sehe, ist nicht unbedingt den Leuten einen Spiegel vor Augen zu halten oder was zu zeigen, was fortzuführen oder was weiß ich was, sondern einfach die Gedanken anzuregen. Gerade wenn wir über das Wirtschaftssystem zum Beispiel nachdenken, ist im Endeffekt wissen wir nur wenig drüber. Es sind ein paar Eckpunkte gegeben. Alles andere dazwischen müssen wir uns quasi selbst ausmalen. Das ist auch der Grund, warum wir hier so schön diskutieren können. Es war ja immer so dieses, in Star Trek funktioniert es. Wie es funktioniert, das können wir selber überlegen. Richtig. Und jetzt ist aber der Punkt, was das Ganze so wertvoll macht, ist einfach, dass man drüber nachdenkt und dass es den Horizont erweitert. Und dass man vielleicht auch zur Entwicklung in der Gesellschaft ändert. Richtig, dass man selbst reflektiert, weil bevor irgendeine Entwicklung irgendwo stattfindet, muss überhaupt erstmal der Denkprozess in den Köpfen der Menschen anfangen. Ja. Das definitiv. Und gerade dieses permanente Horizont erweitern in allen Faktoren, was Star Trek bietet, einfach über den eigenen Horizont mal hinwegzukommen, über andere Sachen nachzudenken, auf Zusammenhänge zu kommen oder einfach sich mal Sachen außerhalb der gewohnten Systeme vorzustellen. Das ist eben diesen Wert, den es mitbringt. Und mit diesem Statement, wo wirklich ein schönes Schlusswort war, möchte ich ganz gerne jetzt nochmal das Thema langsam wechseln.
Okay. Dann wie gesagt. Er will uns loswerden. Nein. Gerade jetzt, wo dein Thema kommt, ja. Ich soll noch mehr reden? Ja, noch mehr reden. Ja, also wie gesagt, dieses Thema über die Wirtschaft von Star Trek, wie du es gerade gesagt hast, ist eigentlich diesen Denkanstoß anregen. Und genau das haben wir jetzt eigentlich gemacht gehabt. Wir haben wirklich sehr viele Theorien aufgestellt, wie es möglich wäre, wo es Probleme geben können und so weiter. Es ist auf jeden Fall interessant, da vielleicht mal einige Aspekte in dieser Hinsicht vielleicht mal ins richtige Leben mit reinzubringen, Geld wie an eine etwas weniger wichtigere Stelle zu setzen als alles andere. Auf jeden Fall ist das ein schöner Gedankenspiel. Und ja, da steht, ich bin spiegelverkehrt, das stimmt. Ich habe die Cam gedreht, sonst würde ich nämlich von euch weggucken. Ja, das wollen wir nicht. Genau, aber der Acker ist auch gespiegelt. Ich habe ihn heute mal gespiegelt, den Acker. Das heißt, wenn ich mich jetzt nochmal spiegel, kann ich einstellen, an wen ich quasi anschaue. Genau, so kannst du den Blickrichtung mal. So, also auf jeden Fall. Toll, und das sagst du mir nach über einer Stunde. Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne das Thema wechseln, denn wenn wir schon über Star Trek und die Wirtschaft reden, darf ja natürlich ein ganz wichtiger Faktor nicht fehlen. Und das sind die Ferengi. Denn die Ferengi sind ja eigentlich so das Kapitalistische, was Star Trek zu bieten hat. Und, sie sind eine Parodie auf den Kapitalismus. Sie sind eine Parodie auf den Kapitalismus, wie du schon richtig sagst. Nee. Denn die große Frage ist nämlich, also hier habe ich es gerade ein bisschen kürzer geschrieben, habe einfach nur für die Ferengi, aber in den Facebook-Posten so habe ich es immerhin geschrieben, das ist die Ferengi eine fiktive Spezies oder doch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das heißt, es ist, glaube ich, sogar so gewesen bei Deep Space Nine, dass man mit den Ferengi, also bei Deep Space Nine wurde das mit diesem Kapitalismus erst richtig ausgebaut. Mhm. Auch wenn es vorher schon vorhanden war. Aber die Idee dahinter war, unserer heutigen Gesellschaft tatsächlich einem extrem übertriebenen Spiegel gegenüberzustellen. Es ist nur die Frage, wie übertrieben war es denn? Und jetzt hat er seine Cam gespiegelt. gute Frage, wie übertrieben ist es? Es ist auf jeden Fall übertrieben, darauf können wir uns einigen. Die Sache ist halt, es ist schwierig, wie argumentiert, die Frage ist schlimm gestellt, wie argumentiert man, ob etwas, also wie übertrieben es ist? Weil dazu müsste man erstmal feststellen, wie ist es jetzt und wie ist es dort, und dann müsste man das in Vergleich ziehen. Die Frage ist halt, ob wir das Gesamtkonstrukt betrachten, ja, oder ob wir uns auf Einzelbeispiele gehen, genau. Richtig. Ja gut, die Ferengi machen ja sprichwörtlich aus alles Geld. Aus alles. Ich glaube, hätten die, Entschuldigung, wenn ich sage, wenn die ins Klo kacken würden, würden die daraus auch noch Geld machen. Kommt drauf an, wer es macht. Ja. Jetzt ist nur die Frage, oder ein schönes Beispiel war ja, die Ferengi, die verkaufen ja die Toten, trocknen sie und verkaufen sie. Und je berühmter die Toten waren, umso mehr Geld wird gemacht. Sagen wir mal, würde es nicht gegen die Menschlichkeit, gegen diese Totenruhegesetze und sowas verstoßen, würde es der Mensch vielleicht auch machen, gewisse Körperteile, wenn es vielleicht nur eine Haarlocke oder sonst irgendwas ist, von Stars auch weiter zu verkaufen? Ich meine, davon mal abgesehen, dass Menschlichkeit, wenn wir über Ferengi reden, auch schon wieder ziemlich rassistisch klingt irgendwie, muss ich da Aga vollkommen recht geben. Die Menschheit hat zum Beispiel diesen Totenkult an sich ja auch schon mal schön perfektioniert gehabt. Davon mal abgesehen, ja, also alleine, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir uns mal den Kult um die Autogramme von Stars und was weiß ich was, wenn das da gestorben ist, ist das was ganz, ganz anderes, und dann hat das viel mehr Wert und was weiß ich was. Also dieser Personenkult, das beherrschen wir eigentlich schon recht gut. Ob man natürlich jetzt so weit geht und das auch auf Körperteile dann bezieht, das ist einfach nur eine Frage der Skrupellosigkeit. Ja, ja. Ich denke, dass da genauso, also es wird Menschen geben, die würden das machen. Es wird Menschen geben, die werden das nicht machen. Also wenn wir davon ausgehen, es wäre legal und möglich und alles kein Problem. Und ich denke, das ist eher eine Frage des Einzelnen. Ich denke halt, der große Unterschied da zu den Ferengi ist, bei den Ferengi ist das gang und gäbe. Während es halt bei uns Menschen immer noch wäre, einige werden das tun, andere würden das nicht tun. Das ist halt eine persönliche Grenze dann. Wie weit würde man gehen, um dafür eine finanzielle Gegenleistung zu kriegen? Bei den Ferengi war es ja auch so, dass die ihre Familie verkaufen würden, sprichwörtlich. Die würden, die stellen auch das Finanzielle gegenüber ihren Familienangehörigen. Eine der Werbsregeln lautet doch, erlaube nie, dass deine Familie in den Weg vom Profit kommt oder so. Und, auch wenn es traurig klingt, ich kenne genug Beispiele, wo gezeigt haben, dass es bei den Menschen nicht anders ist. Schönes Beispiel ist immer zum Beispiel Erbe.
Wenn zum Beispiel wirklich Familien, wunderbaren Kontakt immer, aber sobald vielleicht mal ein Familienangehöriger stirbt und es geht dann um Erbe, Pflichtteile und solche Sachen. Ich kenne einige Familien, die seit diesem Moment keinen Kontakt mehr haben. Wo es mehr darum ging, noch so viel Geld wie möglich rauszuholen, als den Kontakt mit den Geschwistern aufrechtzuerhalten. Das ist nicht abwegig, das passiert sogar sehr, sehr oft. Und das ist eigentlich schon so ein Punkt, wo man sagt, das ist schon den Ferengi sehr ähnlich. Das definitiv. Da geht, wo dann wirklich das Geld einen deutlich höheren Standpunkt hat als das eigene Blut. Aber da und muss man halt andererseits dazu sagen, wenn man die Ferengi eine Parodie oder überzogene Darstellung des Kapitalismus sind, bedeutet das auch, dass was dort passiert bei den Ferengi, passiert auch bei uns, nur eben nicht ganz so ausgeprägt. Also im Grunde ist es kein Wunder, dass vieles, was wir bei den Ferengi sehen, auch bei uns vorkommt, weil die Ferengi halt bei dem auf dem aufbauen, was bei uns vorkommt. Das ja, deswegen halt, hatte ich ja gesagt gehabt, einen übertriebenen Spiegel. In vielerlei deswegen, Hinsicht einen übertriebenen Spiegel. Ja, deswegen darf man sich nicht wundern, dass man dann so etwas da auch sieht, weil es ist halt die, wir haben die Vorlage für die Ferengi geliefert. Im Endeffekt auch ein schönes Beispiel ist ja eigentlich auch, dass die Ferengi Kapital aus dem Leid anderer ziehen. Da könnte man jetzt ganz frech die Pharmaindustrie reinschmeißen. Die, ich würde das ein bisschen beschränken. Ich würde sagen, nicht bewusst aus dem Leid anderer, sondern eher aus dieser Skrupellosigkeit, dass das Leid anderer irrelevant ist. Ja, die, denen ist es mehr egal als uns, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, je mehr Leid da, oder wenn mehr Leid dabei ist, entsteht nicht mehr Freude, sondern wenn mehr Profit dabei ist. Ja. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Genau. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt unsere Pharmaindustrie sieht, die ja sogar die Medikamente in Regionen verkauft, wo sie aber niemals richtig bezahlen kann. Wo man rein menschlich gesehen könnte man sagen, das, was die vielleicht in den reichen Ländern mehr verdienen könnten, die dann dafür in diese armen Länder, die es brauchen, aber nicht finanzieren kann, verschenken, einfach nur um das Leben zu retten zum Beispiel. Was ja auch nicht wirklich der Fall ist. In der Hinsicht sind ja zum Beispiel solche Pharmaindustrie eigentlich auch schon ziemlich kapitalistisch angehaucht unter der Last der Kranken, die sie es nicht leisten können. Oder schönes Beispiel vielleicht auch Amerika, die ja ein ganz anderes Gesundheitssystem haben wie wir. Da gibt es ja nicht sowas wie gesetzliche Krankenversicherung oder sowas. Und wenn man halt nicht privat versichert ist und man muss operiert werden oder sonst irgendwas, was wichtig ist, ich glaube, da hat man sehr viel Verhandlungen und Rennereien und sonst was, bis man, wenn man Glück hat, überhaupt behandelt wird. Wenn man, das ist, ja, gut. Da klar, wenn es um Lebensretten geht in den Notfall. Zu schauen, das haben wir hier in Europa auch schon in Ländern, dass das da einfach anders geregelt ist. Ja, es ist halt einfach so eine Sache, die. Ich finde, man kann auch die Ferengi zum Beispiel nicht als Gesamtthema abhandeln oder als eine Parodie oder wie auch immer verallgemeinern. Das geht irgendwie nicht. Man muss das eigentlich schon ein bisschen zerlegen, weil teilweise wurden halt Charaktereigenschaften bewusst übertrieben bis hin zur Parodie. Andererseits wurden aber auch Sachen umgedreht einfach, um diese Parodie zu erwirken. Ich meine, man könnte ja zum Beispiel anfangen, indem man halt über diese... Die Weiblichen redet. Ja, ich wollte es eigentlich erstmal verallgemeinern, diesen Religionskult eben an sich, was das Finanzielle betrifft. Da würde ich dir schon recht geben, dass es entweder halt als Spiegelbild fungiert für die Gesellschaft. Es ist halt wirklich eine extreme Übertreibung von einem extrem kapitalistischen System ist. Oder als Alternative, dass es einfach einen Kontrast zeigen soll, eine vollkommen andere Richtung. Wir wissen ja, dass bei Star Trek immer bemüht wird, das Andersartige so gut wie möglich darzustellen. Und dass einfach eben eine Richtung ist, die jetzt dargestellt wird, um einen Kontrast zu bieten. Gerade im Vergleich zu den Wirtschaftssystemen, die wir so haben. Ich meine, Föderation haben wir ja lang genug beleuchtet, was wir auch nachher noch weitermachen könnten, aber ja. Auf der anderen Seite... Das dürfen die Leute ganz gerne in den Kommentaren oder in einem Video später auf YouTube machen. Oh ja, und du moderierst das Ganze. Ich moderiere das Ganze, definitiv. Ja, du musst dann die Streite reinschließen. Genau. Kannst du schon mal Urlaub einreichen. Ja, aber auch andere
Imperien, also wenn man das mal vergleichen, da könnte man ja zum Beispiel noch die Wirtschaft vom Klingonischen Imperium in den Raum werfen. Diese kriegsgeprägte Wirtschaft eben, was ja ein vollkommen anderer Faktor wieder ist. Ich musste gerade an die Folge des Haus des Quark denken, wo so ein Amon-Rat steht und Quark da genau. Den Wirtschaftsding mal irgendwann gehört. Genug von den Sachen. Ja, genau. Nein, aber das ist ja auch schon wieder was vollkommen anderes. Oder halt zum Beispiel ein Imperium, so wie das Romulanische Imperium, was halt so aufgebaut ist. Das ist ja auch wieder was anderes. Und da ist halt die Ferengi-Allianz einfach nur ein anderes Wirtschaftssystem. Ja. Wobei man ja aber auch sagen muss, dass die Ferengi-Allianz ja eigentlich keine Fraktion an sich ist, wie jetzt zum Beispiel die Föderation oder die Klingonen oder die Romulaner. Eine Fraktion ist ja eigentlich eine, die mit mehreren Spezies zusammenarbeitet. Nee, noch nicht einmal, aber die Ferengi sind kein fester Zusammenschluss. Nicht jeder kennt die Regierung erkennt die Regierung sozusagen an. Es gibt auch viele Freibrötler und was weiß ich was, die ihr eigenes Ding vollkommen durchziehen und sich dem einfach nicht unterwerfen. Das Einzige, was wohl generell anerkannt wird, ist der Nagus. Aber, der Nagus ist ja im Grunde die Regierung der Ferengi. Ja, das ist ja. Aber nicht ausschließlich. Ja, nicht ausschließlich, das stimmt. Genau, da gab es noch Brand. Die FCA. Eben. Ja, im Endeffekt ist es doch die Ferengi-Allianz. Das heißt, Allianz heißt ja, dass die auch mit anderen Spezies zusammenarbeitet. Oder ist es nur rein wirtschaftlich gesehen? Nein, das ist eine Wirtschaftsallianz. Ich denke, das ist eher eine Wirtschaftsallianz. Die Ferengi sehe ich als im intergalaktischen Bereich eher als eine Art. Sie halten sich aus allen Konflikten so weit raus, dass sie mit allen Parteien handeln können. Ja. Es beziehungsweise ist halt ein Konto, handeln mit dem, wo es am meisten Gewinn gerade zu holen gibt. Ja, man könnte es hier, wenn man ganz böse wäre, ein wenig mit dem Vatikan auf Wirtschaft statt Religion vergleichen. Ja. Nein, aber es entwickelt sich ja eben aus diesem ganzen Wirtschaftssystem eigentlich eine eigene Religion. Ja, im Grunde ist es ja das auch eben das große materielle Kontinuum, wo man dann ja, hinkommt. Ja, ist halt die Frage, nennt man es jetzt, Aga, wie siehst du das? Würdest du es eher Religion oder eher Moral- und Ethikvorstellungen Religion. Nennen? Religion, sie haben eine Jenseitsvorstellung damit drin, das ist Religion. Ja, ja. Dieser Glauben in diese großen Schatzkammer, ne? Ja. Stimmt, die große Schatzkammer war das. Ja, die Frage ist halt, ob man das von diesem ganzen Verhalten trennen kann oder eben nicht. Ich sag mal nicht, so, diese idealistische Grundeinstellung der Menschheit und der Föderation für das gemeinsame Vorankommen ist ja auch eine Art von Moralverständnis. Und das könnte man halt implizieren, dass eben der Kapitalismus das Moralverständnis der Ferengi ist. Und ich würde aber da halt schon weitergehen, das Moral und das Religion, das ist beides, würde ich sagen. Ich würde halt sagen, dass man es nicht unbedingt voneinander trennen kann. Genau, ja. Aber dass sich das natürlich in die Gesellschaft dann reinzieht, ist ja auch klar. Und was man da gesellschaftlich halt wieder sieht, gerade dieses krasse Hierarchiedenken, aber das halt wieder nicht durch Befähigung eben, sondern durch das Einkaufen sozusagen. Das ist ja auch wieder ein vollkommen anderer Faktor, der da dargestellt wird. Ja. Was mir aufgefallen ist, vor allem, dass du kennst die Erwerbsregeln besser wie ich, aber die Erwerbsregeln an sich bei den Ferengi, die sind ja eigentlich deutlich kapitalistischer unter der Last der anderen ausgelegt, als so wie es im Endeffekt ausgeübt wird. Ich sage mal so, die Erwerbsregeln sind primär darauf ausgelegt, in jeder Situation so interpretiert werden zu können, wie es einem gerade recht ist. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Aber grundsätzlich klingen sie so nach dem Motto, mach Profit, egal unter welchen Opfer. Expandiere oder verrecke. Genau. Ja. Wird aber eigentlich später, zumindest jetzt von Quark und Rom und so weiter, sagen wir mal, humaner umgesetzt. Zum Beispiel, ich habe ja auch mal gesagt, dass der Quark eigentlich immer ein Ferengi mit Herz war, denn er war zwar Kapitalist und hat natürlich auch viele Sachen gemacht, die vielleicht ein bisschen aus menschlicher Sicht unter der Gürtellinie waren, aber er hat ja zum Beispiel auch immer gesagt gehabt, er könnte nicht wirklich mit Waffen handeln. Einmal hat er es ja auch versucht. Er hat es versucht, aber er hatte Gewissensbisse bekommen. Ja. Das heißt, in der Hinsicht hat er Herz. Er hat auf eine gewisse Art und Weise, weiß er, was gut ist und was schlecht ist, auch wenn er weiß, mit Waffen könnte er mehr Geld machen, würde er es trotzdem nicht unbedingt machen, weil er weiß, dass es eigentlich nicht gut ist. Und auch so gefährlich für ihn, das kommt auch dazu. Ja, ich würde eigentlich eher sagen, das Problem, also ja klar, Quark hat eine gewisse humane Einstellung, das klingt auch schon wieder komisch, wenn man human über Inferengi sagt. Ja, man findet aber auch keine vernünftige Formulierung dafür. Ja.
Okay, gut, in Star Trek wurde so oft bei anderen Spezies über Menschen gesprochen, über Menschenleben. Ja. Das passt dann. Verhängen sind auch nur Menschen. So ungefähr. Nein, Quark hat schon da gewisse humane Grundzüge, aber die stehen eigentlich nicht im Mittelpunkt. Ich würde eigentlich eher davon ausgehen, dass er gewinnorientiert arbeitet. Ja. Das heißt, sich gewinnorientiert anpasst. Natürlich vor allem bei ihm ist es auch so ein bisschen, denke ich, dass er sich stärker, da gibt es ja auch die eine Erwerbsregel, gute Konsumenten sind so rar wie Latinum, ehre sie. Ich denke, er lebt viel nach der Sache und seine Kunden sind halt die in der Bar. Und zum Beispiel, und die von den diversen anderen Geschäften. Genau, aber halt eben die, eben, ich denke mir, dass er sich eher danach orientiert, eher nach dieser Erwerbsregel. Das ist die fast schon, das ist in die Richtung, die ihn am meisten eher so ein bisschen, aber ich habe dich unterbrochen. Aber es ist halt wirklich an die Situation angepasst. Ja. Natürlich könnte er jetzt vorgehen, wie ein Ferengi das auf Ferengi nah machen würde. Das wäre ja überhaupt kein Problem. Das wäre ja vollkommen machbar. Aber die Frage ist halt, ob er auf längere Zeit dann einfach nur mehr Schaden dadurch hätte, weil es halt in dem Umfeld nicht toleriert wird. Ja, ich denke, er hat sich einfach klug an die Situation angepasst und das war's dann aber. Ja. Definitiv. Ich meine, da gab es ja vieles, wo er gerade mit der FCA Probleme hatte, wo er eigentlich gegen den Ferengi Regeln war, wo der Quark dann einfach, sagen wir mal, menschlicher gehandelt hat, auch wo er die Mugi damals geholfen hat, weil die ja mit Finanzgeschäfte erledigt hatte. Oder auch, was war noch schönes Beispiel, eigentlich ist auch noch ein schönes Beispiel, was er auch was ihn menschlicher machte, als Deep Space Nine von den Dominion besetzt wurde. Ist ja Quark geblieben. Nicht nur aus seiner Bar, sondern er hat ja dann auch dem Widerstand geholfen. Er war Mitglied des Widerstandes. Und das muss man ihn ja auch mal anrechnen in der Hinsicht. Denn finanziellen Grund hatte er davon nicht, außer dass vielleicht die Föderation besser zahlt und deswegen er lieber will, dass die kommt. Aber er hatte das finanzielle Argument mal gebracht, dass er an den Cardassianen und vor allem am Dominion nichts verdient. Das Argument hatte er mal gebracht. Aber andere Ferengi hätten vielleicht die Bar aufgegeben, wären woanders hin. Ja, natürlich, so nach dem Motto, besser gelegenheitssicherer. Weil das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, ist definitiv nicht der Stil des Ferengis. Ja, da hast du leider recht. Und auch dieses Familiäre mit Rom. Es gab natürlich manchmal Stellen, wo natürlich vielleicht sogar Rom verkauft hätte. Aber es gab auch genug Stellen, wo man diese Bruderliebe gemerkt hat. Wo diese Bruderliebe auch wichtiger war als das Finanzielle. Also ich weiß nicht, ob es bei Quark halt so war, dass es, dass dieses Zusammenleben mit den Menschen auch noch ordentlich Einfluss hatte. Ich glaube, dass das eine Entwicklung gewesen war. Ja. Ich meine, davon abgesehen, dass die Ferengi an sich eine krasse Entwicklung gemacht haben. Wenn man mal sieht, wie der erste Ferengi-Auftritt bei TNG gewesen ist und wo sich das Ganze dann hin entwickelt hat. Na gut, da muss man ja auch noch sagen, die Ferengi waren ja am Anfang von TNG wirklich als die großen, großen bösen Feinde der von TNG gedacht, so ähnlich wie die Klingonen in Tos'ka. Sie sollten ja eigentlich die Borg sein im Endeffekt. Ja, gut. Und dann später sollten dann mussten sie das mit dem Borg verschieben, weil sie da nicht hingekommen sind, wegen finanziellen, weswegen sie dann erstmal die Parasiten reingemacht hatten, mit denen sie das für die Borg eigentlich geplant haben. Aber anfangs waren ja die Ferengi, sie waren mal größer. Sie waren blöder, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall so ein Ding. Aber sie waren nicht so kapitalistisch. So richtig kapitalistisch waren sie für mich erst ab der Folge die Schlacht von Maxia. Ja. Wo sie der Ferengi dem Picard die Stargazer geschenkt hat und die anderen gleich, was? Nicht verkaufen, kein Preis? Genau. Geht ja gar nicht. Und das war eigentlich das erste Mal, dass die Ferengi kapitalistisch dargestellt wurden. Ich denke, es war halt schon wirklich als Grundzug mit geplant gewesen. Mhm. Aber wenn man es halt mal sieht, es wurde halt mehr auf diese anderen Faktoren, halt gerade auf die Optik angespielt. Ja. Oder sie wurden halt erstmal über die Optik definiert. Und das ist halt auch einer der Punkte, wo ich meine, dass sie nicht als Spiegel gedacht sind, sondern einfach als Parodie, dadurch, dass sie gewisse Sachen miteinander vereinen, wobei ich halt später gerne noch auf einen optischen Faktor sehr vorsichtig gerne noch eingehen würde. Aber wenn man es generell mal sich anschaut, erstens so Körpergröße, Zähne, die Proportionen und alles, die Körperhaltung, die Wettervorlieben der Ferengi, die Nahrung der Ferengi, das sind alles Sachen, wo bewusst Punkte genommen wurden, um sie gegenteilig zu unseren Gewohnheiten darzustellen, um halt eine Antipathie zu erzeugen oder Ekel, keine Ahnung, aber halt nicht unbedingt, um ein Feindbild zu generieren, sondern halt Antipathie.
Und das stand auch erstmal meiner Meinung nach im Vordergrund und nicht meinst unbedingt du, das Kapitalistische. Meinst du so in der Richtung, wir könnten so enden, wenn wir so weitermachen, wie wir machen, so in der Richtung? So dieses, es ist nicht positiv, kapitalistisch zu sein? Wie gesagt, am Anfang denke ich nicht, dass sie als Spiegel gedacht waren, sondern einfach nur als krasser Kontrastpunkt. So nach dem Motto, wir bauen die so gegenteilig auf. Und dass was man halt gar nicht anders da kann, als sie nicht zu mögen. Genau, so ungefähr. Ja. Ich meine, und da aber noch mit dem krassen Faktor Gier mit drin. Ne? Ja. Und dass ich dann versucht wurde, die Gier damit zusätzlich reinzubringen. Ja, ich meine, wenn du mal überlegst, dass es kapitalistisch angeht und so, die Orioner sind da schon mit den Ferengi eigentlich auf einem Stand. Vielleicht sogar noch etwas schlimmer. Die haben ja fast schon dieses Mafia-ähnliche mit drin. Ja, also wenn die Orionerinnen jetzt noch das Verbot von Kleidung hätten, wäre noch alles gut. Ja, prinzipiell ist es so, worauf ich hinaus will. Die Orioner, im Grunde, die mögen wir aber viel mehr, eben gerade durch diese Sache, die du ansprichst, dass es eben wirklich die Ferengi darauf ausgelegt sind, dass sie Kontrast zu uns darstellen sollen. Wir finden Insekten eklig, die ernähren sich von Insekten, wir mögen keinen Regen, die mögen Regen und so weiter. Eben das ist also wirklich extrem in dieses Gegenteil von uns verkehrt. Tlacocola, wer von uns würde sich schleimiges Gesöffs reinkippen? Ja, Schneckensaft, ich denke mir halt einfach, wenn man die... Wir haben Spezies auf der Welt, die essen auch interessante Sachen. Ja, aber prinzipiell, worauf ich hinaus wollte, ist halt, wenn man die Ferengi nicht abändern würde von dem, wie sie sich verhalten, wie sie drauf sind, von dem, was sie machen, sondern nur eben sie in einen hübsch ansehnlichen Körper machen würden und ansonsten eben, ja, das sind Menschen. Also im Grunde, dass die Ferengi keine eigene Spezies mehr wären, sondern Menschen und ansonsten alles gleich bleiben lassen. Also dann sprechen mit den Menschen und sprechen diese Veränderungen, wodurch die Ernährung und die Wettervorlieben sich ändern, dann würden die wahrscheinlich von Anfang an viel, viel weniger antipathisch wirken. Ja. Ja. Das stimmt schon vollkommen. Und wenn man das Ganze halt auf die gesellschaftlichen Faktoren dann noch runterbricht, ist ja auch die Frage, die Rolle der Ferengi-Frau sozusagen. Warum bringt man das so rein? Ist eigentlich... Wenn man das gerade im Kontrast mit der aufgeklärten Menschheit sozusagen stellt, wo halt die Frau immer mehr emanzipiert wird und was weiß ich was, könnte das ja auch schon wieder dazu gedacht sein, um Antipathie zu erzeugen. Ja, genau. Einfach nur... Oder natürlich, es kann ja auch gedacht sein, um Rückständigkeit zu vermitteln. Das auch, aber es war für mich immer irgendwie ein Widerspruch zu diesem Kapitalistischen. Weil immer eine komplette, die Hälfte der Bevölkerung, die hätte Gewinn erwirtschaften können, ausgeschlossen wurde. Ja, aber ja eben genau deshalb, das ist ja der Grund. Viel weniger Konkurrenten hinter dem Ganzen. Wenn man es mal so sieht, es wird ja nicht für ein Gemeinschaftswohl oder für eine Gemeinschaft was erwirtschaftet oder für alle, sondern jeder erwirtschaftet für sich selbst das. Und da ist es natürlich besser, weniger Konkurrenten zu haben. Und wenn man es geht ja immer noch in die Ferengi-Finanzkasse. Also es wird ja immer noch ein gewisser Prozentsatz von den Gewinnen an den Staat gezahlt. Primär erstmal an den Nagos. Ja, an den Nagos, aber von Steuern dann, sind doch toll. Und dann wäre es ja, Arno Holle, gesund, ich habe gerade genießt. Und dann, Na super, und wir kriegen hier nichts davon mit. Ja, ich habe das Mikrofon runtergedreht. Und dann halt, gerade aus der Sicht von Nagos, dass die Frauen, die ja, okay, aus unserer Sicht ist es halt so, die Frauen sind die am liebsten shoppen gehen, ne? Von deren Sicht wären das ja eigentlich welche, die wirklich gut, die man sogar ausnehmen könnte in deren Sicht. Deshalb bekommen die Frauen keine Klamotten, damit sie kein Geldchen frei raushauen können. Jetzt damit die keine Taschen haben, wo sie Geld reinstecken können. Außerdem, ja, na gut, das Argument, das kenne ich ja, ja. Aber wenn jetzt halt noch dieser Modefaktor bei den Frauen wegfällt, noch ein Kostenfaktor weniger. Ja. Also ich persönlich habe es zwar, wie du sagst, schon so ein bisschen so gesehen, diese Rückständigkeit zeigen. Ich fand es auch ein sehr interessantes Detail der Kultur der Ferengi, aber ich fand es immer als totalen, das wurde ja auch in meiner späteren Folge auch mal so dargestellt, dass es im Endeffekt, wo es halt gerade mit der Mugi und den Nagos ging, dass die Frauen eigentlich ein total ignoriertes Potenzial sind, wenn es darum geht, Gewinn zu erwirtschaften. Genau. Ja, das war ja das, womit sie es dann hinbekommen haben. Dass genau. Die Frauen aber wenn man das mal, man kann es ja quasi gleichziehen mit der Frau im Mittelalter zum Beispiel. Wenn eine Frau von Anfang an darauf vorbereitet wird, keine große Funktion einzunehmen, nicht lesen und schreiben zu lernen, sich nicht zu bilden etc. Und von Anfang an in ihre Rolle gedrängt wird und in ihre Rolle hinein
erzogen wird, dann kommt das eben raus dabei. Das ist ja genau mit diesen mittelalterlichen Rückständigen sozusagen zu vergleichen, was die Menschheit ja an sich überwunden hat. Und wenn man das jetzt wieder den Ferengi andichtet, ist das ja schon wieder so ein Punkt, wo man den die ja, Rückständigkeit quasi beibringt oder mitgibt. Ja. Glaubt ihr aber, dass die Ferengi, jetzt mal nur unter den Ferengi selber, also jetzt nicht mit anderen Spezies, sondern mit, nur unter dem eigenen Volk, das mit dem kapitalistischen, mit der kapitalistischen Einstellung richtig hinbekommen hat? Ich sage mal so, wenn man das nur unter Ferengi anwendet, wird es natürlich immer extremer. Wenn du eine Gesellschaft hast, die so kapitalistisch miteinander umgeht und jeder auf seinen eigenen Profit bedacht ist, wird er ja kaum was angeben. Das ist ja nur von der eigenen Intelligenz dann abhängig, beziehungsweise man kann nur Gewinn machen, wenn man jemanden findet, der dumm genug ist oder dümmer als man selbst eben ist. Ich meine nur auf hab nicht so ganz verstanden, worauf du auf die Frage mit der Frage hinaus. Was mich halt tierisch wundert, ist, dass klar, jetzt auf einzelnen Individuen gesehen, ist ein anderer Ferengi nicht mehr wert als das eigene Kapital. Aber grundsätzlich sind die Ferengi eine Spezies, die global zusammenarbeitet, die sich selber nicht bekriegt, um aus kapitalistischen Gründen, um mehr Land zu erwirtschaften und so weiter. Sie halten zusammen, sie arbeiten zusammen, sie sind global. Nur wenn es eigenen Nutzen bringt. Ja. Ja, aber das ist im Endeffekt, sind sie in der Ansicht schon weiter wie wir, ne? Das muss man aber dazu sagen. Ja, das muss man dazu sagen. Also ich würde nicht sagen, dass Ferengi jetzt bewusst auf interne Kriege verzichten. Das würde ich jetzt absolut nicht sagen. Es gibt halt immer wieder Zusammenschlüsse, Verbünde, was weiß ich was, aber immer nur dann, wenn es gerade Sinn ergibt, wenn es gerade einen Nutzen hat, finanziellerseits. Ich denke aber auch, was halt auch das Problem ist, dass Problem beim Krieg ist, dass viel Infrastruktur zerstört wird, dass man nie weiß, wie genau wird der Krieg sich entwickeln und man am Ende selber mehr verlieren kann, als man gewinnen kann. Und ich denke, dass die Ferengi da solche guten Kapitalisten sind, dass die solche Dinge damit bedenken. Ja, im ersten Moment wird man da viel verdienen können damit, gerade wenn man da mit Waffen am Handeln ist. Zusätzlich wird man vielleicht danach, wenn der Krieg vorbei ist, im Wiederaufbau mithelfen können. Aber der Krieg kann sich so entwickeln, dass man selber auf einmal alles verliert. Und entsprechend ist es vielleicht doch keine so gute Idee, da irgendwie was hin mit dem Krieg zu machen. Ich denke, das ist das eher, dass der Kapitalismus da wirklich dafür gesorgt hat, dass die Ferengi untereinander etwas friedlicher sind und zumindest wenn sie Konflikte haben, die auch eher auf einer intriganten, geschäftlichen Ebene aussehen. Also, Garrus Lee schreibt ja gerade, Krieg ist gut fürs Geschäft. Ja, für den, für die dritte Partei. Ja. Für den, der die Kriegsparteien mit Ressourcen beliefert. Ja. Und zwar alle beiden am besten. Ja, genau. Es ist auch Frieden, ist gut fürs Geschäft. Richtig. Die Erwerbsregel direkt danach. Ich denke, gerade die beiden Erwerbsregeln sind sehr wichtig. Krieg ist gut fürs Geschäft, wenn Ferengi nicht involviert sind in den Krieg, außer als Händler. Außer als Händler. Ist gut fürs Geschäft, wenn die Ferengi ein Teil des Krieges werden. Weil Krieg führen Geld kostet. Genau. Ja. In der Hinsicht schon, ja. Ich hatte gerade noch ein Ding im Kopf gehabt, das habe ich aber schon wieder vergessen. Ich habe es echt schon wieder vergessen. Wird da jemand alt? Nee, achso, was mich ja eigentlich gewundert hat, ist, dass auf Ferengi nah überhaupt Gewinn erwirtschaftet werden kann. Denn es gab ja wohl so wunderbare Folgen, wo gezeigt wurde, dass sprichwörtlich jeder Scheiß Geld kostet. Ja. Zum Beispiel die Treppe benutzen günstiger ist, als den Fahrstuhl zu benutzen, zum Beispiel. Die Treppe war kostenlos, der Fahrstuhl hat nur was gekostet und das Hinsetzen hat auch etwas gekostet und das an einer Stelle stehen hat was gekostet und wenn du zum Beispiel bei jemandem gehst, hast du etwas bezahlt. Ja, genau. Und deswegen frage ich mich halt, wenn man sprichwörtlich an jeder Ecke ausgenommen wird, kann man da überhaupt noch Gewinn erwirtschaften auf dem eigenen Planeten? Natürlich. Klar, anscheinend funktioniert das. Ich sag mal so, es ist ja de facto eigentlich immer die gleiche, also wenn man das als geschlossenes System betrachtet, müsste ja immer die gleiche Summe im Umlauf sein, die halt nur permanent umverteilt wird. Und wenn ein Ferengi Verlust macht, spornt es ihn an, wieder mehr Gewinn zu machen. Wenn ein Ferengi Gewinn macht, ist er glücklich. Ich meine, das Ding ist ja so, nicht jeder Ferengi war erfolgreich. Ich meine, man hat es an Rom gesehen, man hat es an den ganzen Angestellten von Quark gesehen, die auch nicht wirklich... Es gibt halt Ferengi und es gibt halt Personal.
Nee, genau. So ist es wieder bei uns in unserer Gesellschaft. Es gibt die, die reich sind, und es gibt die, die nicht so reich sind. Das ist bei den Ferengi schon wieder von Gewitztheit und Dreistigkeit abhängig. Also. Ja, entweder hast du die Ohren dazu oder nicht. Mh, naja. Das könnt ihr schon wieder auch... 211. Angestellte sind die Sprossen auf der Leiter zum Erfolg. Das ist geil, ne? Nicht auf sie zu trampeln. Ich habe einen Tiberius hier als Fachmann für die Ferengi. Wer zitierte die ganze Zeit die Erwerbsregeln der Agger? Ich hab's mir extra verkniffen, weil... Mach ruhig. Wenn du Erwerbsregeln möchtest, kann ich dir gern stundenlang welche vorführen. Also und wenn erzählen. Ihr passende Erwerbsregeln zu den aktuellen Gesprächsthemen habt, knallt sie raus. Wir sind beim Thema Ferengi, da gehören sie einfach dazu. Ich sag's mal so, ich hätte noch ein ganz anderes Thema. So anders Jonah ist das Thema. Nee, wir bleiben schon beim Thema Ferengi. Und zwar gibt es da eine Diskussion zum Thema Ferengi, die wurde mal sehr exzessiv geführt und wurde dann quasi mit einem Tabu belegt. Okay. Und wurde, ich meine, wir wissen ja, wir sind in einer Zeit, wo sich gerade wieder viel radikalisiert. Ich weiß, was du meinst. Ob die dann lass mich ausreden. Oh. Mensch, Acker. Du sollst nicht spoilern. Mensch, Acker, du bist raus. Nein, wir wissen, dass wir in einer Zeit sind, wo vieles, was man sagt, gerade politisch auf die Goldwaage gelegt wird. Ja. Und einem vieles falsch ausgelegt werden kann und was weiß ich was. Und gerade als die Ferengi so kapitalistisch eingeführt wurden, kam die Diskussion auf, dass die Ferengi als Vergleich gezogen wurden, dass sie eine Anspielung auf eine gewisse Bevölkerungsgruppe sein sollten, die auch durch einen gewissen kapitalistischen Gedanken oder ein gewisses kapitalistisches Geschick bekannt wurden und denen auch immer ein übergroßes Körperteil nachgesagt wurde. Also bei der Sache muss ich dazu sagen, nope, lest die Juden, das sind die Bajoraner. Eine religiöse Gruppe, die immer wieder besetzt wurden und in Lager gesteckt wurden. Und also die Anspielung hatte ich auch schon im Kopf dahinter. Aber ich denke eher, das ist in dem Sinne, ja, es gibt gewisse Klischees, die den Judentum sind. Weil man dazu sagen muss, zur Verteidigung des Judentums, ihnen wurde verboten, alles zu machen, was die Hände benötigt und so weiter. Sie hatten keine andere, sie hatten im Grunde nur die Möglichkeit, ja, mache Geldgeschäfte oder verhungere. In dem Sinne, klar, sind sie dann natürlich gut geworden, weil das war das Einzige, was sie machen durften. Und entsprechend, ja, dieses Klischee hat von daher gewissen wahren Kern, aber die Ferengi würde ich eher als eine Parodie auf das sehen. Gerade auch, weil die Macher von Star Trek wohl kaum sich bei so geringen geringen Vorurteilen bedienen werden. Es ist eher in dem Sinne so. Ja, aber einfach diese Kombination von Kapitalismus, Geldgier quasi und einem übergroßen Körperteil und auch wie die Ferengi-Ohren immer wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Das ist halt schon irgendwie zu auffällig. Also, da habe ich mal ein Interview gesehen bei demjenigen, der in DS9 die Aliens und so weiter. Ne, stimmt, die waren ja noch Dingens gewesen. Da waren noch Roddenberry. Da fällt mir gerade was Böses ein. Jetzt kommt's. Jetzt überspringen das wieder drei Themen. Ja, genau. Nein, und sind beim vierten Thema. Ja, nämlich Roddenberry ist ja ein Grundatheist gewesen. Der mochte keine Religion. Das wissen wir alle. Und das könnte vielleicht allgemein einfach, könnte man auch überlegen, dass er die Ferengi als Böse nehmen wollte. Und das Judentum ist ja eigentlich der Ursprung vom Christentum und des Islams, also im Grunde der zwei Religionen, die weltweit den größten Bündendünnschiss erzeugt haben, obwohl auch die Buddhisten nicht ganz unschuldig waren. Und da könnte man das vielleicht so sehen, dass er in dem Sinne das Judentum damit kritisieren wollte, im Sinne von, mit euch hat das angefangen. Würde ich mich sehr, sehr schwer sehen. Ja, so das wie wäre diese, sehr, sehr ja, nein, aber so wie dieses Recht auf was auch immer, also Recht auf alles, was auch immer du möchtest, quasi ständig thematisiert, in den Mittelpunkt gestellt wird, Gleichberechtigung und was weiß ich was, würde ich das ganz, ganz stark bezweifeln, dass das in die Richtung auch, mitgeht. Das ist nur so ein Gedanken gewesen, wie man das so, wenn man extrem in die Verschwörungstheorie-Ecke gehen will, erklären könnte. Darauf sollte ich da gerade auch noch dazu sagen, aber das wäre das Einzige, wie mir das
Sinn machen würde, dass es überhaupt möglich wäre, dass die Ferengis die Juden darstellen sollten. Ansonsten ist es halt einfach, ja. Vom Umgang her gebe ich dir, was die Bajoraner betrifft, vollkommen recht. Also diese Parallele ist halt auch schon aufgefallen, gerade durch das, was da so mit Arbeitslagern und was weiß ich was reingebracht wurde. Und vor allem wurde das ganze Thema ja auch nicht vorsichtig eingeführt oder sowas, sondern das war ja wirklich so... Bumm, da. Richtig, man stellt es einfach hin und da ist es halt. Ja, dasselbe damit wie nicht. Auch die Kardashianer im Grunde das Dritte Reich waren, oder? Das genau, während das gerade mit den Ferengi ja eine schleichende Entwicklung war. Natürlich, die Ohren waren halt schon von Anfang an da. Ich denke halt die sind ja nicht größer oder bunter oder was weiß ich was geworden dadurch. Also vielleicht beim Nagus selbst, bei dem Alten, aber ja. Ja, mit den Haaren, die dann so noch ausschauen. Ja, ja, die waren toll. Ja, so. Nee, aber ich denke, bei mit den Ohren, das wird halt einfach wieder zu diesem Ekelfaktor einfach mit dazugehört haben, wie du es ja gesagt hast mit den Insekten ernähren. Ja, das ist eben mein bösartiger Gedanke dahinter. Sollte da versucht werden, über dieses Klischee eventuell eine Antipathie zu erzeugen? Sollte das vielleicht unsympathisch machen? Das wäre schon eher möglich, aber ich bezweifle das. Ich denke, es ist eher so, wo eben aus unserem Sinne, wir kennen das ja eben mit den Segelohren, wo wir immer sagen, okay, Segelohren sind jetzt nicht wirklich das Attraktivste auf der Welt. Deshalb haben wir ja alle Kopfhörer auf. Genau, aber wenn man eben Ferengi anschaut, die ja im Grunde Segelohren über Segelohren sind, im Grunde können wir da schon von Elefantenohren sprechen. Okay, Soran, ich habe nicht gesehen, was du gemacht hast, aber ich kann es mir selbst vorstellen mit dem Geräusch. Ja, und zusätzlich eben auch noch, ja, und diese Ohren, die sind dann bei denen auch noch etwas Attraktives, und wenn man die dann anfasst, das finden die auch noch schön. Ich denke, das ist da eher rein dieser Ekelfaktor ohne irgendwelche. Also ich mag es auch, wenn man mir meine Ohren anfasst. Ja, ja, aber ich denke... Ja, gut, aber Ekelfaktor, dafür ist es eigentlich zu glatt, zu harmlos, zu gepflegt irgendwo. Wenn man da Ekelfaktor hätte haben wollen, da hätte man den permanent irgendwo Schleim rauslaufen lassen oder noch Tentakeln an den Hinterkopf geklebt oder sowas. Nee, ich mit meine, Ekelfaktor meinte ich eher auf dieses Antipathie bezogen. Ich denke aber, da halt, worauf ich hinaus will, ist halt einfach eher, dass das halt etwas war, um nochmal zu unterstreichen, eben diese Extreme, dass man sie halt einfach nicht mag. Aber ich sag's halt mal so, wenn man heutzutage ein Körperteil extrem vergrößert und dadurch quasi in den Mittelpunkt stellt, gerade wenn das am Kopf ist, löst man doch damit automatisch diese Vergleiche irgendwo aus. Oh, Geiris Lee schreibt auch gerade als Möglichkeit transparente Köpfe. Oh. Die gab's ja auch in DS9. Ja. Zumindest wurden sie angesprochen, aber ja, genau, sie wurden nie gezeigt. Ja, aber das ist dann wirklich eklig. Das ist wahr. Die Nymphomanen. Man hat das Gehirn gesehen. Ja. Und man darf nicht so wählerisch sein. Oh. Ja. Aber nicht beim Essen. Oh. Nee. Nee. Nein, aber wie gesagt, für diese Thematik, diese Diskussion, die ist ja nicht neu, ob die Ferengi als Judenvergleich gedacht waren. Das kommt halt bloß immer wieder im Hintergrund, bis jemand zufällig diesen Gedanken hat und sowas. Und es sind halt erstaunlich viele Leute, denen das immer wieder auffällt. Naja gut, da muss ich auch dazu sagen, jemand, der so stark mit solchen Vorurteilen denkt, dass damit das gemeint sein könnte, der sollte sich vielleicht eher nochmal darüber Gedanken machen, warum ihnen solche Vorurteile so wichtig sind. Das ist da eher den Gedanken, den ich habe. Aber Harris Lee schreibt es eigentlich gerade auch ganz interessant, er glaubt, dass es Zufall war mit den Ohren. Denn du hast ja vorhin selber schon gesagt gehabt, als die Ferengi am Anfang entworfen worden sind als nicht-kapitalistische Spezies, sahen sie ja vom Kopf her genauso aus. Sie wurden ja bloß von der Körperhaltung, vielleicht die Körpergröße ein bisschen, aber vom Kopf her war es dasselbe. Und dieses Kapitalistische ist ja erst später gekommen. Ja. Von der Sicht ist natürlich die Frage, das ist wie, was war zuerst? War das Handy oder der Communicator aus Star Trek? Oder Google Glass oder das Augending von den Dominion? Das ist die Frage, was war zuerst da? Also, ich denke, viel wird dabei Star Trek auch im Design von Aliens und so weiter auch weniger darauf gemeinsam mit irgendwelchen Metaphern zu halten. Man hat halt einfach geschaut, was sieht gut aus. Eben, das ist ja dasselbe oder mit dem Drill. Gut. Oder nicht gut, genau. Eben dasselbe ja mit dem Drill, die zuerst das auf der Stirn hatten. Dann hatten sie eben Jetsiadex, die es nein haben gemerkt, okay, bei der Frau, das sieht nicht gut aus. Sie ist eine Hauptcast, die sollte schon ganz gut aussehen, gerade auch mit der Rolle, die sie dann bekommen hat, wie der Charakter ist. Es ist klar, dass sie gut aussehen sollte, also haben sie was gesucht, was besser aussieht. Tupfen hin, okay, das sieht besser aus, gekauft. Ich denke, das hat eher. Ist billig zu machen, passt. Ja, ich denke eher, das hat einen rein ästhetischen Aspekt gehabt. Ja.
Wobei wir ja auch schon immer wieder feststellen, dass die meisten Spezies, die im Star Trek-Universum vorkommen, erstaunlich humanoid sind. Also einfach nur minimale Unterschiede. Gibt es ja auch eine Erklärung. Ja, im Endeffekt gibt es eine Erklärung. Ja, das ist, irgendwie mussten sie ja irgendwann mal erklären, warum. Ne? Ich meine, die logischste Erklärung, die weiß jeder. Alles andere war einfach zu teuer. ist einfach so. In einem Film kann man es vielleicht machen, aber in einer Serie, wo man regelmäßig da... Es war ja so schon schlimm genug für viele, dass die erstmal 3-4 Stunden in die Maske gehen mussten für einen 5-Minuten-Auftritt. Und dann sind sie wieder für 3-4 Stunden raus. Und das täglich. Je nachdem, wie man an der Kamera stand. Genau. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie oft Morn in der Maske war. Für 10 Stunden, nur damit er mal kurz im Hintergrund auf dem Stuhl saß. Ja. Und das kostet ja auch alles Geld. Nee, aber das Thema hatten wir ja auch schon bei Ratchet Radio mit den Zinketi, warum die natürlich da jetzt in Star Trek Online jetzt in einem Computerspiel so abgespaced aussehen. Und so. Das ist halt das, was ich begrüße, weil halt in Star Trek immer nur so humanoide Spaces hauptsächlich gezeigt wurde, abgesehen mal in TOS von Gaswesen oder von Horta zum Beispiel. Das sind mal Ausnahmen, aber grundsätzlich waren es Humanoide, 2 Beine, 2 Arme und ein Kopf, menschlich irgendwie. Ich sag's irgendwie. Aber mal so, ich habe ja jetzt endlich mal eine Bildungslücke bei mir abgestellt und habe mal TAS geschaut. Und wenn man da aber sieht, was da schon für Spezies integriert wurden, was da so auf der Brücke rumrannte, was man dann später bei TNG und sowas aus Kostengründen natürlich nicht hatte, zeigt es aber trotzdem, dass die Ideen schon da waren. Definitiv. Und da wirkt halt diese Erklärung doch mehr wie eine Ausrede eigentlich. Ja, klar, es ist eine Ausrede, das weiß ja im Grunde auch jeder. Ja, das Ding ist halt wieder bei TAS war das Geld kein Thema. Da konnte entweder zeichnen man das Ding so oder so. Ja, ne? Ja, genau. Kosten egal. Ja, und deswegen wurden ja auch in Filmen, guck dir mal zum Beispiel die ersten Kinofilme an. Da wurden ja auch, also zum Beispiel der erste Kinofilm, in das Großgespräch, in den großen Raum auf der Enterprise, wo die ganzen Leute waren, da waren Spezies dabei, die hätten sie niemals in Serien reingepackt. Ja, die war auch komplett mit vermasket sind und alles, das hätten die niemals in die Serie reingepackt. Oder auch wenn du hier Föderationsratssitzung, was weiß ich was da hattest oder so. Du hattest immer bei den Filmen auf einmal einen Haufen Spezies gehabt, wo du so dachtest, okay, du bist gerade bei Star Wars auf einem wildfremden Planeten am Arsch der Welt sozusagen und nicht bei Star Trek und so im Vergleich. Ist ja selber auch mit Beyond, wo sie da wirklich eben als kleiner Easter Egg auf die 50 Jahre Star Trek 50 verschiedene neue Spezies da gemacht haben, gezeigt haben. Aber die Frage ist jetzt halt, was ist denn jetzt eigentlich Star Trek? Eher diese Spezies-Vielfalt oder doch dieses relativ starre Humanoide mit geringen Abweichungen? Für mich eher Letzteres. Der Star Trek-Gedanke ist zwar die Vielfalt, aber trotzdem, wenn wir eine Spezies-Vielfalt wie bei Star Wars hätten, dann wäre das kein Star Trek-Feeling mehr, sondern dann wäre es eigentlich Star Wars-Feeling. Ja, genau. Ich denke auch, das hat einen großen Einfluss darauf. Ich meine, allerdings. Muss man aber wieder sehen, es gibt ja jetzt natürlich die Vielfalt im optischen Sinne und die Vielfalt in den sozialen Bereich, wie ich glaube, Tiberius hat und ich mit meiner Zustimmung auf jeden Fall haben uns da eher auf das Optische wirklich bezogen. Ja. Das Optische ist ja auch immer ein Faktor und da muss ich wirklich sagen, für mich wäre es eher ein anderer Faktor. Es wird sich weniger wie Star Trek anfühlen und mehr wie zum Beispiel Star Wars oder was war das andere? Aber das mit Star Wars zu vergleichen ist halt schwierig, weil Star Wars Kinofilme sind. Und wie gesagt, bei den Star Trek Kinofilmen haben sie auch eine ordentliche Vielfalt reingebracht. Oder um mal auf Serien zurückzukommen, wo war die Serie? Ich habe noch hier irgendwo aufgeschrieben. Diese andere Science-Fiction-Serie mit dem lebenden Schiff, wo der eine Astronaut da irgendeinen Antrieb macht und auf einmal ganz, ganz woanders da landet. Ich habe vergessen, wie die Serie heißt. Das lebende Schiff? Ich weiß auch gerade noch nicht ganz, Farscape, was er meint. Farscape. Da. Boah, schon lange her, wo ich das gesehen habe. Noch nie gesehen. Da gab es auch sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Spezies, die auch ganz, 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 ganz anders aussahen wie Menschen und so weiter. Und da hat es halt auch gepasst, aber da habe ich auch mein Star Wars-Feeling gehabt. Das ist ja auch wieder diese Frage dabei, wenn man sich das mal so anschaut, Science-Fiction gibt's wirklich viel und dass man eine Science-Fiction-Serie oder einen Film schaut, merkt man primär daran, was technisch gemacht wird, also was für Techniken da anscheinend vorhanden sind und primär was für Spezies rumrennen und ob's gut oder schlechte Science-Fiction war, konnte man eigentlich immer an der Anzahl der Spezies bemerken irgendwo für mich. Oder habe ich zumindest für mich selbst so festgemacht. Eigentlich, da muss ich dir... Warte mal, ich hab ein Argument dafür. Lass mich erstmal mein Argument bringen. Okay.
Dann darfst du mir das Ganze legen. Ey, keine Musik. Bei Star Trek haben wir sehr wenige Spezies an sich reingebracht. Die wiederum wurden aber dafür gut ausgearbeitet. Ja. Die wurden designtechnisch ausgearbeitet und die hatten vor allem einen Hintergrund dazu, einen extrem. Eine mit Geschichte eigener, und alles, ja. Ja, nicht nur Geschichte, aber auch Kultur, meistens eigene Charakterzüge, Verhaltensweise, Sprache, Nahrungsaufnahme oder Nahrungsarten und was weiß ich was. Und je schlechter die Science-Fiction geworden ist, desto mehr ging es um die pure Quantität der Spezies, ohne einzelne dabei aber auszuarbeiten. Ja. Und das macht für mich alleine schon den Unterschied von Star Trek zu Star Wars aus. Ja. Ich weiß, damit trete ich jetzt einigen auf die Füße. Da muss ich dazu sagen, Star Wars ist kein Science-Fiction, sondern eine Space-Opera. Ich weiß, ich kenne die Diskussion und da gebe ich dir auch vollkommen recht, nachdem ich deine ganzen Argumente gehört habe. Star Wars ist nicht Canon, fertig. Einfach auf das, was George Lucas, der Mann, der es erfunden hat, sagt. Also, wenn einer was da zu entscheiden hat, dann der Mann. Und der sagt, aber trotzdem, das ist Space Opera. Für unsere Betrachtung von aus den Fingern gesaugten Aliens passt es, glaube ich, immer noch rein, das als Argument mit ranzuziehen. Nein, aber wenn es da aussieht, du siehst da optisch alles. Hauptsache verschieden. Noch nicht einmal klar, ob das jetzt ein Chemieunfall ist oder eine eigene Spezies, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Das kann auch ein Replikatorunfall sein, was da im Hintergrund rumrennt. Es ist nicht klar, was das es ist nicht klar, was das ist, weil es hat keine Bedeutung. Es soll halt einfach nur anders aussehen. Ja. Und diesen Grundgedanken hattest du bei den ersten Star Trek-Filmen noch gehabt, aber dann halt nicht mehr, sondern dann wurde halt wirklich Mühe gegeben, oder wurde sich Mühe gegeben, wenn du eine Spezies gesehen hattest, wusstest du genau, zum Beispiel, ja gut, das ist ein Cardassianer, und dann wusstest du automatisch im Hinterkopf, was steckt da alles drin. Genau, ja. die Struktur, das Militär und allem drum. Genau, und hattest wahrscheinlich sogar noch bestimmte Charakterzüge im Hinterkopf, bestimmte Verhaltensmuster und was weiß ich was. Selbst bei den Bajoranern, man wusste bei DS9, woran man an den Bajoranern war, nur anhand der wenigen TNG-Folgen, wo es darum ging, mit Rolaren und so weiter, mit den Bajoranern. Genau. Man wusste, woran man ist. Genau, und das, finde ich, macht für mich wieder gute Science-Fiction aus, wenn Spezies so ausgearbeitet sind. Und deshalb bin ich irgendwie, oder reagiere ich immer ganz empfindlich drauf, wenn ich im Fernsehen durchseppe und irgendeine Science-Fiction-Serie sehe, wo ich in einer Szene gleich 40, 50 verschiedene Arten von Aliens sehe, wo ich genau weiß, die sind einfach nur hingeklatscht, um da zu sein, ohne irgendeinen Hintergrund. Obwohl du das ja auch in Deep Space Nine teilweise auch hattest. Aber da ging es auch darum, ein gewisses Leben auf die Station zu bringen, als zentraler Punkt für viele Spezies. Erstens das und zweitens sollte da bewusst vieles Fremdartiges reingebracht werden. Zuerst eben wegen der Lage an sich und dann auch wegen der Handelsbeziehungen durchs Wurmloch eben in den Gamma-Quadranten, dass der eben viel durchreißt. Aber nochmal, um aufs Optische zurückzukommen, warum die so harmonisch sind, ist es aber trotzdem eine Geldsache, denn man darf jetzt auch nicht vergessen, wann das alles angefangen hat, zu TOS-Zeiten. Und zu TOS-Zeiten hatte man ja nicht mal Geld für die Uniformen. Das ist ja das Ding. Die Uniformen haben sie ja aus dem Klamottenmarkt gekauft und ins Studio geschmuggelt, damit sie überhaupt Uniformen hatten. Und da war kein Geld da. Selbst das Gorn-Outfit von dem Gorn damals war schweineteuer. Es war einfach damals kein Geld da. Und die ganzen restlichen Serien, die danach kamen, haben ja im Endeffekt auf dieses Ding von TOS aufgebaut, dass natürlich die meisten Spezies, die gezeigt wurden, humanoid waren. Und so hat sich das halt dann fortgesetzt. Das heißt, im Prinzip, zwar ist es schon so, wie du sagst, natürlich auch ein großer Vorteil, dass natürlich, dass sie ausgebaut sind, die Spezies, weil teilweise in TOS ja auch schon so, dass teilweise selbst Spezies, die mal nur eine Folge gezeigt worden sind, trotzdem schon sehr viel erklärt wurde. Allein diesen Bele-Jagd-Lokai mit diesen Schwarz-Weißen, da wurde ja auch dann noch erklärt gehabt, dass die sich schon seit Jahren, schon seit Generationen bekriegen und so weiter. Da sehe ich die Ursache eigentlich woanders. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, wie Star Trek ausgelegt ist. Man hat angefangen mit TOS sozusagen von der Handlung her, hat ein zentrales Element hingestellt bekommen. Mit TNG wurde dann dort und dort und dort angestückelt, mit DS9 wurde dort und dort und dort angestückelt. Im Endeffekt ist Star Trek ein großes Puzzleteil, wo jedes bisschen, was man bekommt, irgendwo anders wieder anpuzzelt. Und dadurch, dass sie das gleich vernünftig integriert haben, haben sie sich jederzeit die Möglichkeit offen gehalten, in 50 oder 100 Jahren oder wann, was weiß ich wann, wieder drauf zurückzugreifen und da wieder anzusetzen, ohne sich selbst in Widersprüche zu verstricken. Ja. Und das macht für mich aber auch wieder gute Science-Fiction aus, dass man halt sich einfach diese Möglichkeiten offen lässt.
Ich möchte ganz gerne mal wieder Richtung Ferengi zurückkommen. Ja, super. Ja, ich weiß, es ist, ein interessantes Thema, definitiv. Aber trotzdem, das Thema ist ja Ferengi und ich will nicht zu sehr abschweifen. Richtig. Aber man muss es halt auch meiner Meinung nach im Kontext sehen. Ja, natürlich. Mhm. Worauf ich jetzt mal hinaus will, ist, die Ferengi wurden ja am Anfang, ja wie gesagt, dieses Kapitalistische gezeigt, eventuell Spiegel unserer Gesellschaft und so weiter. Mhm. Jetzt gehen wir mal weiter Richtung Ende von Deep Space Nine. Was hat sich denn alles in Deep Space Nine geändert? Die Ferengi sind im Endeffekt wieder mehr Richtung Föderation geworden, also ein bisschen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Die Frauen durften plötzlich jetzt Geschäfte machen, sie durften in Klamotten rumrennen. Selbst der Nagus wurde ein bisschen anders, er war nicht mal so extrem nach dem Motto hier. Der Nagus war Rom am Ende. Der Nagus hatte zum Schluss ja, war ja mit der Mogi zusammen. Im Endeffekt war war mit dem Feind zusammen, wenn du so willst. Im Endeffekt war der Nagus einfach nur alt und durchgeknallt zum Schluss. Also das auch noch. Aber dann halt noch Quark wurde viel mehr Richtung Ferengi mit Herz als Kapitalist, wie gesagt, das mit dem Widerstandskämpfer und solche Sachen. Rom hat definitiv von dem Finanziellen abgesagt und hat gesagt gehabt, er macht jetzt lieber hier das, was er gerne macht, das Technische halt. Und ist da technisch Offizier geworden. Ja, es wurde ja nicht wirklich gezeigt. Das war ja dann eher eigentlich, in DS9 wurde es nie gezeigt. Aber dann haben wir noch Nork gehabt. Wobei ich aber auch so sagen muss, wenn er mal, also im Endeffekt sind es eigentlich zwei Töpfe, die man betrachten muss. Das eine ist der Topf mit den Ferengi auf Ferengina und was weiß ich was. Und das andere ist der Topf mit den Ferengi, die auf Deep Space Nine rumhängen. Ja, stimmt. Ja. Weil es sich dadurch, dass sie auf Deep Space Nine leben, immer weiter von den eigentlichen Idealen des Ferengi-Seins wegentwickeln, zu was vollkommen Eigenem, wo es ja dann auch möglich ist, dass ein Ferengi beispielsweise in der Sternenflotte dient und dann sogar akzeptiert wird und was weiß ich was. Das ist ja dann so alles möglich, aber es kommen ja immer wieder quasi die Konflikte mit dem eigentlichen Ferengi-Sein zutage. Also eine Entwicklung ist schon da, aber ob man von der Entwicklung, die zum Beispiel Quark durchmacht, jetzt auf die Entwicklung der Ferengi schließen kann, mehr die Entwicklung des Nagus, weil der ja auch toleranter wurde. Er ist ja das Oberhaupt der Ferengi und gibt ja vieles an. Klar, diese Geschichte, wo er hier mal gesagt hat, er tut ja die Erwerbsregeln verändern und die Ferengi werden sozial und so weiter. Das war ja Fake im Endeffekt. Aber trotzdem wurde der Nagus ja auch toleranter und der ist ja der Oberhaupt von den Ferengi und das muss ja dann ja auch Auswirkungen auf die Ferengi selber gehabt haben. Ja, die Frage ist halt, inwiefern wurde es akzeptiert? Im Endeffekt ist es so, der Nagus sagt was und es wird gemacht. Ja. Bis jemand anderes Nagus wird. Und dann sagt der wieder was und dann wird's gemacht. Mit Demokratie hat das Ganze ja auch nicht wirklich was zu tun. Und wenn man jetzt halt sieht, wie wenig Rückendeckung der Nagus dann an sich noch hat, beziehungsweise wie viel Kritik das dann auch gab an sich, war das ja zwar eine Entwicklung des Nagus, aber keine gesellschaftliche Entwicklung. Im Endeffekt hat der Nagus sich weiterentwickelt oder zurückentwickelt, je nachdem, wie man das halt sehen mag. Ja, vom Ferengi zurück. Die waren wohl auch mal ähnlich wie wir gewesen. Eben. Ja. Und von dem her, ich glaube, die Ferengi hatten ihre große Entwicklung eigentlich bis hin zu Deep Space Nine gehabt und wurden während Deep Space Nine an sich nicht mehr großartig verändert oder haben sich nicht verändert. Wenn dann eher nur einzelne Ferengi meinst du. Ja, genau. Ja. Einzelne Schicksale werden sich immer verändern. Menschen und Ferengi wachsen ja genauso an den Situationen und werden von Erfahrungen geprägt. Aber ich glaube, die Ferengi-Allianz an sich ist eigentlich auf einem Punkt stehen geblieben. Man hat halt nur immer wieder andere Facetten davon mitbekommen. Ja. Ja, guck, man hat halt nach DS9 nicht mehr wirklich was von den Ferengi gehört. Selbst die Ferengi, die bei Voyager gezeigt wurden, die in dem Delta-Quadranten festhingen, die waren ja noch zu TNG-Zeiten dort weggereist. Richtig. Die haben ja von den ganzen, von Dominion-Krieg und sowas gar nichts mitbekommen. Ja. Deswegen ist halt schwierig jetzt zu wissen, wie weit sie sich da noch weiterentwickelt haben, weil sie einfach nicht mal gezeigt worden sind. Wobei das Witzige ist ja jetzt, dass das genau quasi zu der Diskussion aus dem ersten Teil passt, wo man sich jetzt fragen könnte, warum sollten die Ferengi selbst aus diesem System ausbrechen und sich ändern? Das Einzige, was wahrscheinlicher ist, ist, dass es noch mehr damit auf die Spitze getrieben haben. Aber das ist genau das Gleiche wie halt mit der Menschheit in der aktuellen Situation.
Es ist halt bei den Ferengi eine ganz, für mich jetzt eine ganz andere Sache, weil das bei denen halt auch eine gewisse Religion ist. Bei denen ist es halt auch eine Glaubensfrage, ja, daraus zu treten. Ich meine, ich kenne von uns, geht in die Kirche, um Geld zu verdienen. Also zumindest aus finanziellen Gründen. Das ist ja bei uns ist ja, hat ja Glauben eigentlich einen ganz anderen Stand. Zumindest ist das Kapitalistische nicht das treibende Gut. Deswegen, wenn man sich die katholische Kirche mal anschaut. Ja, ja. Sorry. Das würde nur keiner zugeben. Nee, also, ja, aber ein anderes Thema. Aber bei den Ferengi ist es halt eine Glaubensfrage. Bei den Ferengi ist es halt, klar könnte man sagen, die werden irgendwann weiterentwickelt, geistig, und einfach sagen, wir lösen uns von den Kapitalistischen und entwickeln uns selber weiter. Aber denen ist halt noch diese Religionsschwelle dazwischen. Ja, das große materielle Kontinuum dann, die genau. Oder eben in das, ich habe vergessen, wie deren Höllenäquivalent heißt. Tiberius, du bist der Ferengi-Experte. Wie hieß nochmal das Tal des... Ich hab's vergessen. Was? Ich hab bloß gerade Großer Fiskus im Kopf. Großer Fiskus. Nee, da war doch, wo sie da kleine grüne Männchen hatten, wo sie dachten, sie sind gestorben und sind in dieser Ferengi-Hölle-Äquivalent. Ja. Ich häng gerade noch bei einem ganz anderen Gedanken fest, sorry. Ich tue mich nämlich immer noch schwer damit, das als Religion hinzunehmen. Ich gebe euch vollkommen recht damit, dass das religiöse Züge hat, das Ganze. Mhm. Aber nehmen wir mal an, ziehen wir mal einen Vergleich. Mhm. Ein Mensch möchte unbedingt einen Ferrari fahren und sieht jetzt einen neuen Ferrari auf der Straße, den stehen oder beim Händler stehen, den er super geil findet und sich kauft. Und dann freut er sich so, dass er das Ding küsst. Ist das jetzt das Gleiche, als wenn ein Ferengi ehrfurchtsvoll vor einem Berg Latinum steht und sich da reinschmeißt und das umarmt und anbetet oder was weiß ich was? Also ich glaube, das ist so materiell, dass es eigentlich doch nicht so religiös ist. Also es ist ein Kult, definitiv irgendwo, aber ich tue mich wirklich mit diesem Religionsfaktor noch schwer. Ich zitiere hier mal schnell Memory Alpha dazu. Das Paradies oder der Garten Eden in der Mythologie der Ferengi ist die sogenannte himmlische Schatzkammer, in der jeder finanziell erfolgreiche Ferengi nach seinem Tode gelangt, nachdem er den Registrator bestochen hat. Die Schatzkammer besteht aus reinem Latinum und so weiter und so fort. Nach dem Tod der Ferengi werden alle Profite und Verluste vor dem Eintritt in die Schatzkammer überprüft. Finanziell weniger erfolgreiche Ferengi gelangen daher nicht in die himmlische Schatzkammer, sondern in die Gruft der ewigen Not, eine Art Hölle. Also im Endeffekt ist es diese Religion. Ist es im Prinzip, bei uns wäre es guter Mensch, schlechter Mensch, bei denen ist es erfolgreicher Ferengi, nicht erfolgreicher Ferengi. Aber was angebetet wird, ist ja der Erfolg an sich. Ja. Nicht das Latinum an sich, sondern das, was es repräsentiert. Schon, aber für eine Religion brauchst du nicht unbedingt einen Deismus, also einen Gott haben. Ich meine, schau dir den Buddhismus an, das ist auch eine Religion ohne Gott. Es geht mir auch nicht um das Gottesbild. Ich würde es halt eher so in Verbindung setzen, so nach dem Motto Latinum gleich Reichtum gleich Zufriedenheit. Mehr Latinum, mehr Zufriedenheit. Und das, was angestrebt ist, ist wie überall so quasi die ultimative Zufriedenheit. So eben als einfach nur universaler Zustand der Zufriedenheit. Wenn du nach der Argumentation gehst, ist auch das Christentum oder der Buddhismus keine Religion. Stimmt. Bei den Ferengi ist es ja eigentlich, wenn man es so genau nimmt, gar nicht mal so extrem ausgebaut mit den Glauben. Wie gesagt, es gibt keinen Gott. Es gibt im Endeffekt ja auch kein, ich glaube, es wurde auch nie irgendwie erwähnt, dass es irgendwie Kathedralen gibt, wo man den heiligen Latinum da anschwört, sondern es ist ja einfach nur so. Es gibt den Handelsturm. Der Handelsturm. Aber es ist ja eigentlich nur so, dass erfolgreich sein, weil man denkt, das ist wie ein Krieger, wie beim klingonischen Krieger, dass der im Kampf sterben will, weil man dann glaubt, dass man dann ehrenvoll stirbt und dann ins Dofokor kommt. Und bei dem Ferengi ist halt so, dass man glaubt, dass man nur in den Himmel kommt, wenn man finanziell erfolgreich war. Jetzt aber mal eine Gegenfrage dazu. Wir wissen, die Klingonen sind gerade mit ihrer Kultur und Religion sehr auf Ehre ausgelegt. Ja. Mhm. Und Ferengi dezent auf das Gegenteil. Und Gewinn und Ehre müssen sich nicht zwingen, egal. Richtig, genau. Beziehungsweise ist halt Verschlagenheit auch ein Faktor, der durchaus anerkannt ist. Ja gut, ja. Und Erfolg ist ein Faktor, der nicht messbar ist. Mhm. Außer finanziell auf dem Kontostand.
außer finanziell auf dem Kontostand. Und kaum ein Ferengi wird seinen wahren Kontostand so an sich offenbaren. Nö, nicht vor allem seinen umfangreichen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie beurteilt ein Ferengi seinen Erfolg im Vergleich zu anderen? Wann ist er erfolgreicher? Beziehungsweise gibt es auch Ferengi, die, um erfolgreicher zu wirken, quasi mit falschen Zahlen hausieren gehen, um sich selbst als erfolgreicher darzustellen, als sie eigentlich sind? Ich glaube, Quark hat es mal erwähnt gehabt, ein Ferengi muss Gewinn erwirtschaftet haben in seinem Leben. Ja, also ich denke, man schaut eher an, welche Geschäfte hat man abgeschlossen. Also ich glaube, das geht nicht darum, dass man an den meisten Gewinn erwirtschaftet hat, sondern dass man überhaupt Gewinn erwirtschaftet hat. Das ist ja nichts Messbares an sich. Und die Frage ist halt, wer entscheidet das jetzt, ob ein Ferengi erfolgreich genug war, sozusagen? Das ist jetzt, wenn man das jetzt auf unseren Glauben. Das entscheidet der heilige Fiskus nach dem Tod. Ja, aber wenn man das jetzt auf unseren Glauben widerspiegelt, wer entscheidet, dass man ein guter Mensch war oder ein schlechter? Ist man plötzlich schlechter, weil man mal irgendwann vor ein paar Jahren eine Fliege an der Wand zerquetscht hat? Das entscheidet jeder für sich selbst. Und so ist es bei den Ferengi im Endeffekt abends. Ja auch. Ja, genau. Ja, aber Ferengi haben halt nicht gerade dieses Gehen zur Aufrichtigkeit dabei. Das ist halt ja, das was stimmt, ich das meine. Stimmt ja, weil bei den Klingonen und auch bei den Menschen kommt ja dieses Moralempfinden dazu. Bei den Klingonen ist es die Ehrhaftigkeit sozusagen. Aber was ist beim Ferengi, der mit der Verschlagenheit ja eigentlich darauf ausgelegt ist, alles zu seinem Gunsten darzustellen und sowas? Da kann man das doch für sich selbst auslegen, wie man möchte, dass das ganze System dahin verlegt. Ich glaube, das ist eine Gewissensfrage. Da geht es ja nicht darum, dass Ferengi der große Ich glaube, da geht es nicht darum, dass der große Nagus weiß, dass du Gewinn erwirtschaftet hast und der große Nagus entscheidet, ja, du darfst in den Himmel, sondern der Ferengi selber weiß es ja, dass das, ob die Zahlen stimmen oder nicht. Er weiß es ja. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es dann halt eine Gewissensfrage. Ist das eigene Gewissen beruhigt, dass man, weil man Gewinn erwirtschaftet hat, offiziell oder inoffiziell jetzt mal dahingestellt, dass man dann in den Ferengi-Himmel kommt? Ja, ich meine, der Wortlaut war ja auch finanziell erfolgreich. Finanziell erfolgreich kann auch nur heißen, die Geschäfte, die du gemacht hast. Richtig, und die finanziell erfolgreich ist alles, sobald da am Ende mehr heißt als am Anfang. Genau. Die Frage ist halt auch bloß, wann ist, kann man sowohl auf den Kapitalismus als auch auf einen Ferengi beziehen natürlich. Wann ist jemand innerhalb dieses Denkens zufrieden? Niemals. Bis zur nächsten Gelegenheit und dann wieder nicht. Also niemals, ja. Ja gut. Wann hat man dementsprechend genug erwirtschaftet? Niemals. Ja gut, wenn man Quark anschaut, war es für ihn nie genug. Ja. War er ja selbst noch relativ untypisch eigentlich für einen Ferengi. In der Hinsicht ja. Mit diesen richtigen Hardcore-Ferengi vergleicht, die sich für was weiß ich, für eine Kleinigkeit sonst was nehmen würden? Ich sage aber, Quark fällt sowieso langsam raus. Ben Alexander hat was Gutes geschrieben. Ja, ich lese mal aber vor für die Zuschauer, die da ja nur zuhören im Ende dann. Also Gaia hat einen Mond und Quark war neidisch darauf. Finanziert hat er den durch Waffenhandel. Quark selbst sieht den Besitz eines Mondes als ultimativen Erfolg an. Insofern kommt der tatsächliche Reichtum und nicht der vorgespielte und vor allem der im Objektiven sicher einigen Wert zu. Also dass es eher auch darauf ankommt, Show not tell. Wirklich, ich habe mir einen Mond gekauft. Das bedeutet schon, dass du ziemlich erfolgreich warst. Ich meine, so ein Mond, der kostet Acker. Das ist ein Mond. Ja, natürlich. Du kannst ja aber auch schlecht einen Mond aufblasen und behaupten, das wäre jetzt ein Mond. Also du kannst schlecht simulieren, dass du einen Mond hast. Genau, darum geht es. Auf der anderen Seite, ja, die Frage ist halt, alles kann halt genauso auch Wert verlieren, zum Beispiel. Das ist auch wieder die Sache natürlich. Das ist aber allgemein im Wirtschaftlichen bei solchen Sachen. Alles kann immer einen Wert auch wieder verlieren. Und gerade das macht es ja im Grunde auch so für manche Leute spannend auch wirklich, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und so weiter. Das kann ich mir auch vorstellen, viele von denen, über die wir immer schimpfen, die immer nur aufs Geld aus sind. Ich denke, bei vielen ist das weniger der Gewinn am Ende, der rauskommt, sondern der Weg dahin. Eben dieses Handeln da, dieses Spekulieren, dieses schaffe ich das jetzt oder nicht, dieser Nervenkitzel, der damit kommt, diese Versuch etwas auszutricksen, Versuch ein Schema da drin zu erkennen, versuchen zu erkennen, wie wird das in Zukunft laufen und dann damit recht haben.
Ich denke, da kommt es auch weniger bei diesen Reichen, über die wir immer schimpfen, die immer nur aufs Geld aus sind. Ich denke, die meisten von denen geht es nicht mehr direkt um das Geld, sondern um die Sache generell. Und ich denke, bei den Ferengis könnte das da auch ähnlich sein. In gewisser Weise. Also ich glaube, diese Geschichte ist sehr stark mit dem Unsrigen gleichzustellen, mit unserer Glaubensrichtung halt, dass man selbst Sachen macht, wo man glaubt, dass man dadurch ein besserer Mensch wird. Das sind ja auch Sachen, die nicht nachweisbar sind, weil man dann glaubt, dass man dann halt für seine Religion in den Himmel kommt. Das ist ja im Endeffekt ist es bei denen das genau dasselbe Denken. Es ist im Endeffekt macht man das für sich in seinem eigenen Kopf. Das sind ja auch Sachen, die legt man nicht zum Schluss irgendwie schriftlich vor, nach dem Motto, ich habe denen über die Straße geholfen, ich habe die Fliege vor Madrid gerettet, keine Ahnung. Das sind Sachen für sich. Das sind halt, wie gesagt, diese Gewissenssachen. Und ich denke mal, dass es bei den Ferengi halt dann auf die kapitalistische Seite hingemacht wird. Die müssen für sich das reine Gewissen haben, im Leben erfolgreich gewesen zu sein, um dann oben im Himmel zu kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt mal Rom nehmen, für ihn, er war vielleicht nicht finanziell erfolgreich, aber er hat zum Schluss seinen Frieden gefunden. Er hatte einen Sohn, auf den er unheimlich stolz war. Der erste Ferengi in der Föderation, der Ferengi, der Soldat, in Rom war ja unheimlich stolz auf seinen Sohn. Dann hat er seinen Frieden gefunden, indem er sich sprichwörtlich den Kapitalismus abgesagt hat und den Job als Techniker dann gemacht hat. Jetzt für ihn, wie gesagt, er hat seinen Frieden gefunden und war für sich erfolgreich. Da ist jetzt die Frage, aus Ferengis Glaubenssicht, hat er dann noch das Recht, oben dann durch die Schatzkammer zu kommen? Als Ferengi glauben sich, denke ich eher nicht, aber ich denke, Rom ist da eher vergleichbar mit einem Katholiken, der zum Atheismus bekehrt wird. Also zum Atheismus wechselt, vom Atheismus hat man sich bekehrt. Oder zum Buddhismus überläuft oder zum Asatru überläuft oder so. Also ich denke, das ist damit eher vergleichbar. Aber trotzdem ist es eigentlich die Frage, ob der Gewinn, den man erwirtschaftet hat, um da reinzukommen, sich nur auf Latinum bezieht. Und die Frage ist meiner Meinung nach immer noch, welchen Maßstab man da ansetzt. Ja. Weil Gewinn ist oder Erfolg ist ja ein Faktor, den kann man ja nur für sich selbst beurteilen. Und gerade im kapitalistischen System kann man davon halt nie genug haben. Aber ich denke, Rom, den kann man da nicht mehr mit diesen Ferengi-Maßstäben wählen. Der Alexander bezieht sich auch gerade nochmal drauf. Schreibt ja, vielleicht sollte man die Ferengi einfach als die Karikatur der Menschen sehen, die sie sein sollen. Also werden wohl einige etwas vorspielen oder vorspiegeln, was sie nicht haben, aber im Gegensatz zu menschlich-moralischem Handeln kann man Reichtum tatsächlich quantifizieren. Achso, ja. Da hat er einen N vergessen. Ja, war irgendwie gerade drüber gestolpert. Nee. Aber er hat schon vollkommen recht. Und das war ja eben dieser Punkt, den ich meinte, mit dem Vorspielen sozusagen. Ja. Wenn es kein Ehrgefühl gibt dabei, inwiefern dieses Vorspielen dann überhaupt da ein zentrales Element sein könnte. Ich meine, es gab ja mal eine Folge in Deep Space Nine, wo das ja eigentlich auch gezeigt hatte, dass der Quark ja eigentlich immer seine finanziellen Mittel gegenüber der Ferengi-Regierung FDA offenlegen muss, aber Rom da auch gemeint hat, gibst dazu, du tust dort die Bücher beeinflussen, ne? Genau. Um halt nicht mehr Steuern zu zahlen. Im Endeffekt ist das Steuerbetrug, was er macht. Das heißt, die müssen zwar einerseits alles vorlegen, aber andererseits, wie du schon sagst, die betrügen ja auch, die zeigen nicht alles. Ist halt in deren Sicht dann schwierig, ne? Aber ich denke mal, das geht dann so in der Richtung, vielleicht gehört das sogar zu denen und vielleicht gehört das schon zu denen, zu einer gewissen Einstellung, dass dieser Betrug, um finanziellen Gewinn zu erwirtschaften, dann schon wieder richtig ist, weil es ja in dem Glauben der Ferengi stattfindet. Weil es eben dafür sorgt, dass sie finanziell erfolgreicher sind. Ich meine, da weiß ich noch aus meiner Ausbildung, erstes Layer, habe ich mal den Satz gehört, ab wann ist ein Geschäft ein gutes Geschäft? Sobald man dem Finanzamt klar machen kann, dass es kein Geschäft war. Ja, so ungefähr. Nur genau. Man trotzdem dann auch dreimal so reich ist wie vorher. Ja. Zumindest reicher als vorher halt. Ja. Also ich persönlich, ich möchte gerne mal langsam mit den Ferengi zum Schluss kommen. Ja, wir haben auch schon jetzt 2,5 Stunden knapp geredet. Ja, das ist der Acker, der man merkt. Dann reden wir weiter über die Wirtschaft, oder? Acker seine Nikotin zu kommen langsam wieder durch. Das ist gerade noch nicht mal so, das geht gerade. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, kitzelt's, ne? Jetzt kitzelt's. Nein, ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen, das lenkt davon ab. Wir haben ja normalerweise immer so 2 Stunden, das war eher das Argument. Ja, deswegen will ich auch langsam zum Schluss kommen. Ja, genau. Also wie gesagt, wollen wir dann noch über die Wirtschaft der Föderation weiterreden. Und dann offline, ne?
Schauen wir mal. Also, ja, wie gesagt, Thema Ferengi, komme ich langsam zum Schluss. Ich finde auf jeden Fall sehr interessant, wie die Ferengi dargestellt wurden. Man findet sehr viele Parallelen zur eigenen Gesellschaft, manche übertrieben, manche vielleicht nicht unbedingt oder manche, wo man sich denkt, oh, wenn wir das jetzt noch weiter so machen, dann werden wir genauso enden. Andererseits vielleicht auch ein gewisses Anklopfen aufs Gewissen nach dem Motto, wenn wir so weitermachen, werden wir so enden, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. In der Hinsicht finde ich es auf einer gewissen Art und Weise schon, dass sie ein Spiegel zu uns sind. Einfach um uns auch mal zu zeigen, pass auf, wenn wir noch mehr nur aufs Kapitalistische gehen, wird uns das vielleicht nicht unbedingt so gut tun. Deswegen sind die eigentlich auch schon ein gewisser Ansporn, mal drüber nachzudenken, über unsere eigene Gesellschaft, über den eigenen Kapitalismus. Ich finde die Ferengi auf jeden Fall sehr interessant und könnten auch meiner Meinung nach mal richtig schön ausgebaut werden. Und möchte ganz gerne jetzt auch das Thema Ferengi schließen. Da hätte ich auch noch ein kleines Abschlusswort dazu. Du sagst es ja schon, Thema ausgebaut. Bei den Ferengi ist das Problem, dass wir eigentlich knallhart Vorstellungen vorgesetzt bekommen haben, wie sie sind. Mhm. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spezies im Star Trek-Universum lässt sich bei den Ferengi eben nicht viel interpretieren, weil es so deutlich gesetzt ist. Es gibt aber sehr, sehr wenige Infos. Das heißt, es gibt wenige deutliche Infos in einem sehr engen Rahmen. Aber da das noch nicht weiter ausgebaut wurde quasi, lässt das eben wieder diesen Raum für die Diskussionen offen. Und ob das jetzt ein Spiegel ist, hin oder her, was es bleibt, ist auch wie vorhin das andere Thema gesagt, ein Denkanstoß. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und wieder was Star Trek uns gebracht hat. Ja. Ja, es ist faszinierend, wie auch solche Spezies, die uns negativen Spiegel vor uns setzen, wie sehr die eigentlich das Denken auch bei uns anstoßen. Und manchmal ist es wirklich mal sehr faszinierend, wenn man einfach mal solche Sachen mal durchleuchtet, was wir jetzt ja gemacht haben und nicht einfach nur hinnimmt, oh, das Ferengi, der ist Kapitalist, ja, cool, sieht cool aus in Deep Space Nine. Sondern wenn man das Thema mal und an sich... Und hat schöne Ohren. Ja, und, aber wenn man halt mal das Thema an sich durchleuchtet, wenn man mal wirklich das ganze Ding mal hinterfragt, warum ist es denn so oder was ist, wenn man das auf uns selber spiegelt, auch das, was wir vorhin hatten mit der Föderation, dass es auch mal ein sehr schöner Denkanstoß ist, dass es auch sehr interessant sein könnte, wenn wir nicht mehr kapitalistisch leben, ohne Geld, sondern mehr auf selbst, also auf zum Nutzen der kompletten Gesellschaft. Die Folge heute ist wirklich mal ein schöner Denkanstoß gewesen. Normalerweise machen wir immer noch ein drittes Thema, wie der Acker schon sagte. Wir sind jetzt schon ungefähr an der Zeit, wo wir eigentlich die Show dann immer langsam beenden und das möchte ich auch langsam machen. Ich spiele ja auch gerade schon ganz langsam, ganz leise Musik ein, so zum Abspann. Lauter. Meine Ohren sind zu klein. Will noch jemand was von euch zum Abschluss sagen, so die letzten Worte? Lebt ja. Lang und finanziell erfolgreich. Um ein wenig beim Thema zu bleiben. Vor allem dieses fand ich sehr lehrreich. Genau, ja. Selten gehört, dass du dich so kurz fasst. Ja. Nein, aber wenn jemand die Diskussion fortführen möchte, ich bin da sowieso immer am drüber nachdenken eigentlich. Also irgendwo Kommentare zu, ich freue mich immer über irgendwelche Anstöße. Und die Musik ist anscheinend schon so laut, dass man uns nicht mehr hört. Also das kann gar nicht sein. Die ist fast 20 Dezibel leiser, als ich eigentlich als Grenze zum Reden eingestellt habe. Grenze zum Reden. Das ist dumm. Ich höre die nicht selber. Das ist mein Problem. Ich höre die nicht selber. Das ist ein bisschen blöd gemacht von OBS momentan. So aber, kann man eine Zensur auch erläutern. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eigentlich das ist, warum wir eigentlich alle Star Trek so sehr lieben, dass es uns, wie es ja Quentin Quinterlin schon geschrieben hat, Star Trek ist das Beste und Philosophischste, was es gibt. Wie du schon gesagt hattest, Tiberius, es klatscht nicht einfach nur irgendeine Spezies hin, sondern es macht eine Geschichte drumherum, eine Geschichte, die uns zum Teil auch natürlich auch nachdenken lässt. Deswegen mögen wir halt einfach Star Trek und ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht mal sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Das Ganze
Das Ganze wird natürlich später noch auf YouTube landen. Ich möchte nochmal euch alle nochmal auf die Webseite einladen. Ganz unten steht es auch nochmal an dribbletalk.com. Da werdet ihr informiert, wann die nächste Show angekündigt wird. Da und auch schon, worum es geht und so. Genau, worum es geht, welche Gäste da sein werden, wann und denn, ob du dann überhaupt noch redest oder ob wir das dann nur noch machen. Genau. Dann hat man da auch nur die reine Audioversion, gibt es dort auch nochmal alle Informationen. Ganz wichtig auch, es gibt auch Gastvorstellungen. Das heißt, wenn wir einen besonderen Gast da haben, dann werden die nochmal genauer durchleuchtet. Da schreibe ich einen ganzen Artikel, wo nochmal alles drin steht, mit Links dazu. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick drauf. Ansonsten bedanke ich mich. Wenn ihr weiter diskutieren wollt, dürft ihr das gerne auf YouTube unter den Kommentaren machen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Monat wird dann der nächste Triple Talk kommen. Schöner Start ins neue Jahr 2017. Definitiv. Und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.